Herzlich willkommen zum 19. Mobilisten-Talk, heute zum Thema Mobile im Handel. Mein Name ist Florian Treis, Gründer von den Fachdiensten mobilbranche.de und Location Insider. Wir berichten täglich über Apps und Mobile Marketing bei mobilbranche.de und bei Location Insider eben über die Digitalisierung des stationären Handels. Und die Mobilisten-Talks machen wir jetzt seit 5 Jahren hier im Basecamp. Ja, vielen Dank, dass ihr alle gekommen seid. Und wir würden jetzt auch gleich in Medias Res gehen und loslegen mit dem ersten Vortrag, mit der Keynote von John Paul Herrmann von Payback zur Wiederbelebung des Handels durch Mobile. Viel Spaß. Danke. Wobei Wiederbelebung natürlich so ein, der Handel war nie tot. Ich glaube, das wisst ihr selber. John Paul Herrmann bei Payback. Ich bin für die Apps bei Payback zuständig im Produktmanagement. Das heißt, mittendrin zwischen Entwicklung, dem User, unseren Kollegen, die sich ums ganze Business, ums Geld kümmern und natürlich den Händlern, die die Punkte ausgeben. Dort dazwischen muss jemand eine App bauen, die allen gut gefällt. Und dafür bin ich und mein Team zuständig. Soll aber nicht so viel um mich und auch nicht so viel um Payback gehen. Ich glaube, es gibt ein paar Sachen, die uns heute alle hierher führen und die uns alle beschäftigen. Und da wollen wir uns ein paar Punkte dazu angucken und vielleicht im Speziellen, wie wir das bei Payback sehen und wie wir da mit umgehen. Nur mal vorweggenommen, mir geht es nicht um die Payback-Karte, mir geht es auch nicht um Mobile Payment oder so Dinge. Ich glaube, dass die meisten Dinge für sich genommen vorbei sind, dass das ein Trend war oder dass vielleicht ein Hype war, aber im Grunde jedes für sich allein wird Schwierigkeiten haben zu bestehen, weil ihr dazu die, wahrscheinlich verfolgt ihr alle die gängige Presse dazu. Mit einem Payment-Produkt allein, Standalone, wird gerade gar keiner glücklich. Mit einem Kartenprodukt allein werden gerade nur ganz wenige glücklich. Und wir sind da gerade in einer angenehmen Situation, dass wir von allem ein bisschen was haben. Gehen wir aber einen Schritt zurück. Digitalisierung, was ging da um? Was haben die Leute gedacht? Das wird ganz, ganz schlimm für den Handel, furchtbar. Wir werden es nicht überleben. Es wird alles den Bach runtergehen, wie auch schon die Zeitungen den Bach runtergegangen sind und das Kino den Bach runtergegangen ist, also eigentlich nicht. Die Leute haben gesagt, es gibt bald keinen Handel mehr, nur noch das Internet. Die Innenstädte würden aussterben und es sieht bald alles so aus. Wir könnten dann irgendwie ganz viel Stadtgärten betreiben, weil überall Platz wird plötzlich. Und jemand Neues kommt in die Städte und übernimmt die Macht, die sogenannte GAFA, ihr kennt sie alle, Google, Apple, Facebook und Amazon. Kann man sich so denken und es gab auch ein paar Jahre und ein paar Monate und es gibt bestimmt heute auch noch ein paar Medien, die das ganz genauso sehen. Ich glaube, dem kann man was entgegensetzen. Die Fakten sehen nämlich ein bisschen anders aus. Wenn man sich mal den Handel da draußen anguckt, der Online-Commerce auf der linken Seite und der stationäre Handel auf der rechten Seite, das ist schon groß, das ist schon mighty, das ist größer. Die Schriften sind ein bisschen zerrissen, aber ich glaube, ihr kriegt das hin. Und wenn man sich das mal so anguckt, dann gehört das eigentlich alles. Dann sieht man eigentlich einen vollen Kreis und dann läuft er hier rüber. Der Onlinehandel kann noch lange im großen einstelligen Prozentbereich wachsen, bis er dort mal in die Nähe kommt. Der Handel ist nicht tot, der stationäre Handel ist, der war nie tot und er stirbt heute und morgen nicht. Digitalisierung. Wir glauben aber, dass die Ära des Computers auf jeden Fall vorbei ist. Deswegen sitzt man, glaube ich, auch hier bei der Mobilbranche. Da hat sich durchaus was getan, was jetzt kommt. Und ich bin nicht sicher, ob sich viele oder jeder dessen bewusst ist. Das ist viel, viel größer als alles, was wir bisher gesehen haben. Da kann man Zahlen dazu bemühen und die sind noch schlecht gerechnet. Absatz von Computern und Mobilgeräten kann Gravis bestimmt Lieder davon singen. Vielleicht stimmt das auch nicht ganz so, aber so in etwa. Vielleicht ist es aber auch schon viel schlimmer. Wie viel Zeit verbringen die Leute auf Mobilgeräten und an PCs im Schnitt ins Land, in unserem Land? Die Zeit am Rechner ist vorbei. Man kann sich aber auch einfach umschauen. Das sieht bei McDonald's oder bei Burger King so aus.
Das sieht so aus und es sieht auch in München bei den Unternehmensberaterinnen genauso aus wie überall anders. Die Bilder, die kennt ihr alle. Die kennt ihr auch. Das und was dann im 2013 passiert ist und wenn die Titanic heute untergehen würde, sieht es vielleicht so aus. Aber was genau heißt es für den deutschen Handel? Zwei Drittel aller Leute in Deutschland besitzen ein Smartphone, nutzen das auch. Von den zwei Drittel aller Deutschen hat der Schnitt 43 bis 45 Apps installiert. 80% von den Leuten, die das dann haben, nutzen nur 10 von diesen Apps. Alle Entwickler und Startups und UXler und Produktler und Venture-Kapitalisten und alle Leute da draußen brauchen einen sehr, sehr guten Plan, wie sie unter die 10 Apps kommen. Und bei den 10 Apps wisst ihr, glaube ich, selber, wer da dabei ist. Da ist Facebook, Facebook Messenger, WhatsApp, Instagram, bliblablub und vielleicht die lokale Verkehrs-App noch dabei. Wir wissen natürlich, dass der Payback dabei ist, aber das tut jetzt nicht zur Sache. Das Problem ist auch ohne uns da. In den Staaten ist es gerade so, dass der gemeine Smartphone-Nutzer im Schnitt 0 Apps im Monat runterlädt. 0. Das heißt, das Ding ist voll und es passiert nichts mehr. Und dort reinzukommen, ist eine mega Herausforderung. Wenn wir sagen, Wiederbelebung durch Mobile, dann ist, oh, wir machen eine App, vielleicht gar nicht das smarteste Konzept. Wir glauben bei Payback, so sind wir groß geworden und so planen wir auch groß zu bleiben, dass Zusammenhalten darunter fällt, dass das ein Schlüssel da ist, wie man in der Digitalisierung im Handel bestehen kann, wie man die vorantreiben kann, wie man sie weiterentwickeln kann. Ein weiterer Schlüssel ist mobil werden, jetzt macht endlich. Und ein dritter ist intelligente und gute Services auch für Nischensachen entwickeln, die vielleicht nicht offensichtlich sind, und die Amazon halt jetzt gerade nicht bauen kann. Wie machen wir das? Ich zeige euch in einem kurzen Abriss, wie Payback das gerade macht und wo wir gerade so dran sind. Wir versuchen nach den drei Prinzipien zu leben. Das ist immer sehr, sehr schwer. Erstens, weil der Markt eigene Gesetze schreibt, weil die Partner manchmal vielleicht anders wollen oder ganz genauso wie wir, weil der User, wer es anders sieht, sagt, warum geht es nicht alles ins Wallet rein, warum muss das so sein, warum muss die Karte in der Payback-App sein, warum müssen die Coupons dort sein und so Dinge. Ich versuche euch zu erklären, warum. Ich nehme euch auf eine kurze User-Journey mit, wie das so aussehen kann. Morgens 9:30 in Schland, dann sitzt man am Frühstückstisch und wenn wir Glück haben, wird unsere App aufgemacht. Meistens ist es eine von den 9 anderen. Oder 40. Ich scroll da durch mein Feed durch, das gibt es heute schon. Wer sich die Payback-App runterlädt, kann das schon in etwa so erleben. Aktivieren einen Coupon und sag, cool, das ist ja nice, ich gehe auf die Straße, gehe raus, guck mal, wo der Realmarkt ist, wo ich das einlösen kann. Dann gehe ich dahin. Die Bilder im Hintergrund sind nicht mit angekommen, aber es macht nichts. Und gehe jetzt in den Markt rein. Und wenn man jetzt von hier die App nach hier anguckt, kann man beobachten, dass die ganz anders aussieht. Es ist immer noch die Payback-App. Wir färben die ein. Wir nennen es Chamäleon. Wir geben dem User in dem Moment die Sachen, die er nur dort braucht. Wir sind ein Multipartnerprogramm und haben uns entschlossen, sagen, du bist jetzt in einer Situation, wo du alles andere nicht brauchst und wo der Partner den mobilen Zugang zu seinem Kunden braucht. Nämlich real, ein dänisches Bettenlager, in Burger King braucht es, all unsere Partner brauchen das. Jeder für sich kann auch eine App bauen und viele machen das auch. Die Chance, dass so eine Partner-App und in die 40 kommt überhaupt, die mal auf so einem Startscreen drauf sind, geschweige denn in die Top 10, wo sie auch genutzt werden, ist schwierig. Wenn wir uns zusammentun bei Payback, können wir solche Sachen schaffen und dann dem Kunden in einer speziellen Situation einen Service bieten, der genau auf seine Bedürfnisse zugeschnitten ist. Das ist der Plan da. Wir nennen es Chamäleon, das passt sich einfach an, so wie ihr das von den exotischen Tieren kennt. Jetzt bin ich da drin im Real und wir gehen her und sagen, mach doch, bring deine eigenen Inhalte mit rein. Uns egal. Da sind wichtige Sachen dabei, die du für deine Kunden hast. Spiel die halt in unsere App. Kein Problem. Solange die relevant sind,
Und solange die dort drin abgegrenzt sind und sich real mit Rewe nicht überschneidet und so Dinge, mach das. In deinem Chameleon kannst du machen, was du magst. Dann drücke ich dort drauf, dann könnte ich mir einen App-to-App-Wechsel vorstellen, dann komme ich in die Real-App, weil alle Sachen, die Real kann, können wir nicht irgendwie anbieten. Alles, was Rewe kann, können wir nicht anbieten. Wir können keinen Down-in-Feder-Test vom dänischen Bettenlager. In Weinberater bei Rewe könnten wir uns noch vorstellen, dass der machbar ist. Aber irgendwann wird es so fein und so spitz, dass die Marke das am allerbesten selber macht. Dass der Store das selber macht, dass die Seite von denen das selber macht. Und dann sage ich, alle Fernseher und den TV-Berater noch mit dazu und zu erklären, was LCD und HDPI ist und ne, das machen wir in Payback nicht. Jetzt gerade machen wir es nicht. Und dann sagt er, ja, jetzt bin ich in der Real-App, die Infos bestelle ich mir per Mail, die will ich nach Hause erhalten. Gerne, kein Problem, oben links habe ich einen Button, ich gehe zurück zur Payback-App und bin wieder da. Bin immer noch im Real, jetzt gehe ich an die Kasse, bewege mich dort langsam hin und dann sagen wir, was könnte er dort brauchen an der Kasse? Dort will er auf jeden Fall seine Payback-Karte zücken und bei dem einen oder anderen Händler, bei DM und Real, kann man jetzt schon mit Payback Pay bezahlen. Und wir haben den Service genauso zugeschnitten, wie er gebraucht wird, dort für den Händler, für den Kunden an der Kasse, bei dem Partner, zu der Zeit, zu dem Ort. Das kann bei jedem Händler ein bisschen anders sein. Die Kassenintegration ist anders, die Technik ist anders, der Ablauf ist anders. Man muss erst gescannt werden, dann wird der Bon geschlossen. Dann kann man erst die Punkte kalkulieren, dann kann man erst eine Zahlmethode aufrufen. Manchmal kann man das mittendrin schon, egal, tippt die Karte drauf, wähle schon aus und du kannst weiter kassieren. Ganz unterschiedlich. Interessant wird es aber dann, wenn man es für den User über mehrere Partner einheitlich machen kann oder so einheitlich, dass es nicht auffällt, dass es unterschiedlich ist. Wenn jeder von denen jetzt eine eigene Payment-App realisieren müsste, haben schon mehrere versucht. Touch-ID draufdrücken, dann kommt der QR-Code hoch, der wird abgescannt von den allermeisten Kassenscannern, kein Problem. Und ich habe meine Punkte und bin fertig. Und dann sage ich, was könnte man noch brauchen? Die Leute von Real wollen vielleicht eine Mail verschicken, sagen, da muss der Kassenzettel muss mit verschickt werden, wir wollen den nicht ausdrucken, die Leute von Alnatura wollen das auch gerne. Und dann, cool, wir verschicken das für euch mit, kein Problem. Wenn ihr es selber verschicken müsst, müsst ihr es selber bauen, müsst ihr selber intelligente digitale Services bauen für eure User. Wie lange braucht ihr, bis ihr so viele E-Mail-Adressen eingesammelt habt, dass das sich irgendwie mal irgendein Entwicklungsteam rechnet? Das dauert sehr, sehr lange. Dann drücke ich da drauf, dann könnte ich mir vorstellen, ach, das ist im Übrigen der Name von meinem Chef, das sind die Punkte, die ich heute gesammelt habe. Da unten gibt es noch einen Coupon, das ist ja nett. Ich könnte auf der Heimfahrt auch einfach noch bei Aral vorbeifahren und so kann man die Journey beliebig fortsetzen. An einem tollen Tag für einen Payback-User, wo er viele Punkte sammelt, kommt er da irgendwie vielleicht an drei Shops vorbei, wenn er super fleißig ist. Die Leute nehmen super gerne Umwege, um Punkte zu sammeln. Und so kommt er im Jahr irgendwie 200 Euro an Punkten zusammen. Das sammelt er, das macht er super gerne. Und diese Klammer, diese Punktesammelklammer, die dort mittendrin ist, die gibt uns so ein interessantes Fundament, dass wir für all die Partner partnerübergreifende Services bauen können. Und sagen, wenn ihr das wollt, gibt es bestimmt noch 3, 4, 5, 7, 10 andere, die da mitmachen. Und dann überlegt man sich, wie das funktionieren kann untereinander und ist zusammen deutlich stärker, als wenn das jeder alleine machen würde. So ein Einzelservice ist vielleicht fast zum Scheitern verurteilt oder ist super aufwendig und dann überlegst du irgendwann nach 3 Jahren noch, müssen wir wieder sparen, das würde ich doch als erstes absägen. Boom, ist es weg und dann haben es 100.000 Leute, die es mal genutzt haben, nimmer. Die sind dann furchtbar aufgeregt, aber irgendwann stirbt es. Und so schleicht so eine Digitalisierung unter Einzelhändlern manchmal dahin. Wenn sie versuchen, Dinge einfach so aus dem Boden zu stampfen und sagen, da muss man doch jetzt eine App machen, da muss man doch jetzt sich mal was überlegen, die müssen wir doch ansprechen und wir müssen doch In-Store-Zählungen machen oder Dinge. Und irgendwann denkst du so, ach, über einen Prototypen und über ein Halbjahresprojekt kommen die meisten Sachen einfach nicht hinaus. Deswegen glauben wir, zusammenhalten, mobil werden und vernünftige, intelligente Services zu entwickeln, die auch einzelne Zielgruppen, kleine Zielgruppen nur treffen können und für die interessant sein können, macht total Sinn, wenn man die drei zusammen hat. Wenn ich als Einzelhändler, als Superkleiner da unterwegs bin, sage ich, baue mir da so einen super komplizierten Schlüssel,
der nur für 3 User funktioniert und ich mache das, weil der Sohn von meinem Schwager das so toll findet und deswegen machen wir eine Abteilung, die macht so Dinge. Vergiss mal. Ich glaube, da sind wir alle desillusioniert genug, dass wir daran nicht glauben würden. Das ist der Ansatz von Payback. Das ist so die Einleitung für heute Abend. Und darüber lässt sich trefflich streiten, ob das gut ist oder nicht. Können wir uns dann überlegen. Ja, danke Jean-Paul für dein Keynote. Habt ihr im Publikum Fragen, dann bitte ich um ein kleines Zeichen. Dort erst hier vorne und dann da hinten. Herr Herbst. Wie viele Nutzer hat Payback und in welchem Zeitraum haben Sie die stärkste Steigerung gehabt? Payback selber, das ganze Programm hat gerade 28 Millionen aktive Karten da draußen, also jeder dritte Deutsche hat sowas schon mal gemacht. Die Nutzung ist so, dass wenn irgendwo auf der Welt ein Kind geboren wird, zieht in Deutschland jemand eine Payback-Karte durch oder andersrum. Vielleicht werden die Kinder geboren, weil jemand hier die Payback-Karte durchzieht, also danke nochmal. Wir sind gerade bei 10 Millionen App-Downloads, was aber eher die unspannendere Zahl ist. Interessant wird es ja, wie viele es nutzen. Und da sind wir gerade bei 3,3 Millionen monatlich richtig aktiven Usern, die aktiv Punkte sammeln und nicht nur den Punkte sammeln, sondern auch den Couponing-Prozess nutzen und die Sachen und sind sehr, sehr stark am Wachsen. Wir haben die App jetzt gelauncht Anfang Juni. Vorher waren wir mit einer quasi Punkte-Fernbedienung da draußen, die sagt, kann halt Coupons aktivieren und ziehe dann meine Plastikkarte raus und vielleicht meine EC-Karte oder whatever. War noch ein bisschen umständlich, haben damals die User schon geliebt und jetzt ist das, was gerade her muss. Geht das? Ja, hi, Michael Klein. Ich habe eine Frage zur Nutzung, ein bisschen konkreter. Es gibt ja aktuell schon so Studien aus den USA zum Nutzungsverhalten von Apple Pay und die zeigen ja, dass von 20 Personen, die das freigeschaltet und mal ausprobiert haben, nur circa eine, also 5%, das dann auch danach regelmäßig weiterverwenden. Das heißt also, wenn möglich, eben auch mit Apple Pay bezahlen. Mhm. Habt ihr jetzt inzwischen schon, sag ich mal, erste Einblicke da hinein, wie intensiv das von Leuten wiederholt genutzt wird, die das mal ausprobiert haben und auch das Onboarding erfolgreich absolviert haben? Die Leute, die es, also wir sind gerade in der Launchphase. Das ist gerade ganz, ganz zeitig. Von den 35 stationären Payback-Partnern, die es gibt, haben das gerade 2. DM und Real. Und Real erst seit Anfang August. Wir sehen, dass die Leute, die es einmal genutzt haben, es immer wieder nutzen und die Frequenz dort dann kleiner wird. Das heißt, vielleicht gehen die, also, Hypothese, vermutlich sind es Early Adopter, die Spaß dran haben, so Leute wie wir, die das einmal ausprobieren und dann sagen, ich war zwar noch nie beim Real, aber dafür würde ich sogar mal zu Real fahren oder so Dinge. Ist jetzt noch sehr, sehr früh, um zu sagen, das geht steil. Es ist aber früh genug, um zu sagen, wir geben alles und wir glauben, dass es der beste Ansatz im Markt ist und viele Medien denken das auch, dass so ein integriertes Produkt in unterschiedliche Service, dann nehme ich Bezahlen halt noch mit, eine sehr, sehr gute Chance hat. Sehe ich auch so. Da sind wir froh. Gut, eine Frage noch von mir. Diese Chameleon-Funktion, die du da gerade gezeigt hast, wie häufig kommt die schon zur Anwendung oder ist das überhaupt noch Prototyp, einfach vom Verständnis her? Die wird jetzt gerade getestet bei uns im Haus. Also, und zwar getestet, dass sie sehr bald ausgerollt werden kann. Also wir wollen die sehr, sehr schnell zu den ersten 2, 3 Partnern bringen, um genau das auszuprobieren, sagen, ist das was, was ein Problem von den Partnern und den Kunden löst? Und wenn ja, wie genau muss es funktionieren? Also wir sind da sehr heiß dran, das kommt bald. Okay, ich bin gespannt. Gut, dann danke erstmal an dich. Wir sehen dich gleich nochmal auf der Podiumsdiskussion wieder. Jetzt möchte ich Alexander Lange auf die Bühne bitten von Telefonica. Ja, mobilfunkgestützte Bewegungsanalysen für den Handel. Ich bin gespannt. Gut, danke sehr, Florian.
Alexander Lange, mein Name von der Telefonica Deutschland. Darf Sie also auch alle im Namen der Telefonica bei uns im Basecamp begrüßen und hoffe, dass Sie sich wohlfühlen. Wir als Telefonica sind ganz froh darüber, dass wir heute mal nicht nur als Gastgeber fungieren, sondern uns eben auch inhaltlich zum Thema Mobile im Handel beteiligen können. Es wird in der Branche sehr viel darüber gesprochen und wir haben es auch eben gesehen, wie kann ich als stationärer Händler meinen mobilen Kunden erreichen, wie kann ich ihn quasi in meinen Laden bekommen. Wir möchten den Spieß ein wenig umdrehen und sagen, was kann eigentlich der mobile Kunde mir als Händler auch sagen, was kann ich quasi aus den Daten, die der mobile Kunde täglich generiert, für Erkenntnisse gewinnen. Es geht also um Daten. Die Telefonica hat in diesem Jahr erkannt, dass das Thema Daten ein Riesenpotenzial besitzt, weil wir als Telekommunikationsunternehmen über so viele und so reichhaltige Daten verfügen wie kaum ein anderes Unternehmen. Und entsprechend haben wir einen neuen Geschäftsbereich gegründet, der sich Advanced Data Analytics nennt. Der kümmert sich zum Teil auch um die Ansprache von Kunden im Bereich Media Services, um andere Themen eher im Finanzsektor. Und worum es heute gehen soll, ist das Thema Mobility Insights. Mobility Insights ist grob dargestellt das, was man hier sieht auf einer Deutschland-Ebene. Wir schauen uns an, was für Bewegungen werden eigentlich innerhalb unseres Netzwerks erzeugt. Wir sind seit dem Merger zwischen E-Plus und O2 im vorletzten Jahr nach Kundenzahl der größte Mobilfunkanbieter und haben 43 Millionen oder über 43 Millionen aktive SIM-Karten in Deutschland, die sich quasi jeden Tag bewegen. Unterscheiden muss man nochmal 17 Millionen Vertragskunden von O2 und Base und unseren anderen Kernmarken, zu denen wir nicht nur quasi anonymisierte Bewegungsdaten zur Verfügung haben, sondern auch soziodemografische Daten aus den Verträgen. Was das im Einzelnen bedeutet, erkläre ich gleich noch. Wichtig ist, diese 17 Millionen Kunden und die 43 Millionen vor allem erzeugen täglich für uns sichtbar ca. 4 Milliarden Events. Und diese 4 Milliarden Events, die werten wir aus und versuchen sie, so gut es geht, so gut es geht und so gut wir es dürfen, quasi in Insights zu generieren, die wir dann Händlern und anderen Unternehmen anbieten. Und das ist genau die Schwierigkeit. Hier sehen wir es auf einer Deutschland-Ebene. Wir versuchen eben so tief wie möglich reinzuzoomen. Bevor wir das aber machen, bevor wir also auch nur das allererste Event analysieren, geht es an die Anonymisierung. Wir sind in erster Linie und bleiben das auch für die nächsten Jahrzehnte ein Mobilfunkkonzern. Und unser erster Gedanke geht immer an den Mobilfunkkunden. Und entsprechend ist es uns auch von größter Bedeutung, dass wir hier die Datenschutzrichtlinien einhalten und die Privatsphäre unserer Kunden entsprechend schützen. Wir haben deshalb eine Datenanonymisierungsplattform entwickelt in den letzten 3 Jahren, muss man sagen, in sehr enger Abstimmung mit unserem Regulierer und haben Anfang letzten Jahres die Freigabe bekommen und jetzt auch vor kurzem das Prüfsiegel des TÜV Saarlands, das uns bescheinigt, dass wir hier eben tatsächlich sehr, sehr guten Datenschutz leisten und es in keiner unserer Analysen jemals möglich sein wird, einzelne Personen zu identifizieren. Das interessiert uns tatsächlich auch gar nicht, denn weder uns noch unseren Partnern und Kunden, wir sagen immer, geht es um das Sandkorn, sondern wir interessieren uns immer nur für den Strand. Wir sind relativ stolz auf dieses Datenanonymisierungsverfahren und haben deshalb auch entschieden, dass wir es lizenzieren möchten, um es anderen Branchen zur Verfügung zu stellen oder auch anderen Telekommunikationsunternehmen in anderen Ländern. Zurück quasi zur Analyse. Und da gilt es, glaube ich, zunächst ein wenig Verständnis darüber zu schaffen, was machen wir eigentlich, um zu verstehen, wohin gelangen wir damit. Ich habe eben von 4 Milliarden Mobilfunk-Events pro Tag berichtet. Hier ist ein bisschen aufgeführt, was ist eigentlich ein Mobilfunk-Event? Wir sehen in der Kommunikation unserer Kunden quasi das, was das Handy aktiv mit den Mobilfunkzellen bespricht. Und jedes Informationsschnipsel enthält für uns die Information, hier ist eine anonymisierte SIM-Karte, die generiert zu einem bestimmten Zeitpunkt in einer bestimmten Mobilfunkzelle einen bestimmten Typus von Event. Und hier sind ein paar Events aufgeführt. Wir sehen da jeweils quasi nur eine Kennziffer, niemals irgendwelche Inhalte, aber wir wissen, okay, war jetzt SMS, war ein Datentransfer, ist für uns an der Stelle auch nicht weiter spannend. Wichtig ist die Geoinformation, weil wir da, und da kommen wir auch ein bisschen in die Limitation rein, wir treten jetzt quasi an zu sagen, wir können viele spannende Datensätze ergänzen, wir können nicht alles ersetzen, was es schon gibt. Ein Grund dafür ist,
quasi auf welche Geoinformationen wir uns berufen. Das ist nämlich die Mobilfunkzelle, in der ein Event ausgelöst wurde. Und das Mobilfunknetzwerk ist in den Technologien 2G, 3G, 4G relativ chaotisch und dynamisch gestaltet. Und man sieht an diesem kleinen Beispiel schon, dass die Größe einer solchen Mobilfunkzelle extrem stark variieren kann. Das heißt, wenn jemand in einer LTE-Zelle ein anonymes Event für uns erzeugt, dann haben wir die Kenntnis, okay, das passiert vielleicht in einem Radius von 150 Metern. Wenn es in einer 2G-Zelle im ländlichen Gebiet passiert, dann haben wir da quasi eine Information, okay, hier im Kilometerumkreis halten sich so und so viele Personen auf. Wenn man die Datenquelle mal vergleicht mit sehr, sehr etablierten anderen Datenerhebungen, die in Deutschland existieren, dann fällt auf den ersten Blick auf, dass wir natürlich sehr große Stärken im Vergleich zu diesen etablierten Datenquellen haben, natürlich auch einige Limitationen. Aber um ein paar Beispiele mal zu nennen, für den Handel natürlich besonders relevant. Wie werden eigentlich Frequenzen in Einkaufsstraßen zum Beispiel gemessen? Das Beispiel zeige ich gleich noch. Ich finde auch sehr spannend, wenn es um das Thema Stichprobengröße geht. Die TV-Quote wird in 5000 Haushalten ermittelt und dafür werden dann ungefähr 8 Milliarden Euro Werbebudget jährlich anhand dieser Daten ausgeschüttet. Zurück zum Beispiel Passantenfrequenzen. Allein aus diesem Jahr, oder man kann hier sehen, rechts aus Wikipedia, etwas älter die Daten, aber man sieht hier schon, wie jedes Jahr erheblich eigentlich die Angaben für verschiedene Einkaufsstraßen schwanken. Oder noch etwas plakativer, aus diesem Jahr, beide Studien haben quasi an einem Tag oder in einer Stunde im April gemessen. Einmal kommt quasi eine Studie in der Kölner Schildergasse auf 6.000 Besucher, die andere Studie kommt in der Kölner Schildergasse auf 16.000 Besucher und da ist noch nichts hochgerechnet. Damit will ich nur sagen, dass natürlich die kurze Zeitspanne, die hier für die Datenentnahme zur Verfügung stand, auch häufig ein Problem darstellen kann. An den Stellen haben wir natürlich mit unserem laufenden Datensatz über 43 Millionen Kunden schöne Vorteile. Im Bereich der Genauigkeit ergänzen wir andere Datensätze, weil wir eben nicht ganz punktuell messen können, sondern eher über die Fläche. Was bedeutet das Ganze für den Handel oder womit treten wir jetzt auch an und sprechen mit Händlern und wo wollen wir quasi helfen, Erkenntnisse zu gewinnen? Wir glauben, dass es besonders zwei Punkte gibt, bei denen wir unterstützen können. Das ist einerseits bei der Expansionsentscheidung und andererseits ist es bei der Optimierung einzelner Standorte und Locations. Kurz zur Expansion. Das klickt nicht mehr. Ah ja, sehr gut. Zur Expansion. Was wir hier vorhaben, ist Folgendes. Und wir exerzieren das gerade an unseren eigenen O2-Store-System durch. Wir sprechen mit einem Händler. Ich nehme heute mal Starbucks, die in UK Kunden von uns sind und sagen, Starbucks, gibt uns mal euer Filialnetzwerk, gibt uns eure Standorte und wir schauen uns jeweils das Umfeld dieser Standorte an. Wir schauen uns also quasi die Daten an, die in den Mobilfunkzellen generiert werden, die diesen Starbucks versorgen. Und am besten gebt ihr uns auch gleich noch eine Aufteilung in Stores, die besonders gut funktionieren und in Stores, die überraschenderweise nicht so gut funktionieren. Also anhand beispielsweise einer Potenzialberechnung. Und dann machen wir Folgendes. Wir analysieren das Umfeld dieser Stores auf im Grunde alles, worauf wir es analysieren können. Um das im Einzelnen mal durchzugehen, wir können uns also anschauen, welches Alter in 10-Jahres-Stufen haben die Menschen, die sich um diesen Store bewegen. Welches Geschlecht haben sie? Welchen Heimatort auf Postleitzahlebene? Also wir kennen keine Adressen, sondern können sagen, der wohnt irgendwie im Hamburger Norden. Aber an diese Informationen können wir weitere spannende Informationen knüpfen, nämlich im Hamburger Norden, was für ein Einkommensniveau herrscht da eigentlich? Was für Interessen sind da besonders häufig gesehen? Das heißt, diese Daten schließen wir quasi, kaufen wir extern ein, schließen dann diese Analysen an. Wir können uns anschauen, wo befindet sich diese Person eigentlich am häufigsten tagsüber, auch auf Postleitzahlniveau, das ist quasi der Arbeitsort. Wir können uns natürlich die Frequenzen anschauen, habe ich ja eben schon ein Beispiel gemacht, wie viel ist da eigentlich los rund um den Shop, was sind auch die Muster, ist das eher ein Standort, an dem am Wochenende viel Bewegung ist oder folgt das so typischen Mustern des Verkehrs beispielsweise. Wir können uns anschauen, halten sich die Leute in der Umgebung eigentlich besonders lange auf oder rauschen die nur durch. Und das schauen wir uns quasi für alle Stores an und gucken dann,
Können wir eigentlich Muster erkennen? Können wir verstehen, warum die besonders guten Stores besonders gut funktionieren und die schlechten Stores unterperformen? Und unsere Hypothese ist, dass das natürlich je nach Kunde variieren wird, dass aber möglicherweise für einen Starbucks rauskommen könnte, lieber Starbucks, du bist besonders dort erfolgreich, wo besonders viele Touristen unterwegs sind, die sich nicht lange in der Gegend aufhalten und am besten sind diese Touristen auch noch weiblich und über 40 Jahre. So, und dann kann der Starbucks das bei der nächsten Expansionsentscheidung sich eben genau auf einen Standort fokussieren, der diese Zielgruppe auch vor Ort hat. Zum Thema Optimierung, wir können natürlich in die einzelnen Stores reingehen und können dem Starbucks sagen, hier in Bremen, schau mal, da hast du besonders viele männliche Kunden vor Ort, vielleicht solltest du da entsprechend auch dein Sortiment oder die Bewerbung des Sortiments etwas anpassen, vielleicht hier eher den Espresso bewerben, in München sind besonders viele weibliche Kunden vor Ort, da vielleicht eher den Frappuccino, ich bediene einige Klischees, aber es kann eben auch auf andere operative Entscheidungen definitiv einen Einfluss nehmen, wenn man auf einmal viel besser versteht, wer bewegt sich eigentlich rund um meinen Store und wie schaffe ich Möglichkeiten, mehr Leute in meinen Store hineinzubekommen. Das kann letztlich eben auch auf das Pricing niederschlagen. Es kann, wenn wir über Einkaufscenter beispielsweise reden oder über Bahnhöfe, auch auf den Mietermix Einfluss nehmen. Schaufenster hatte ich genannt. Und so wollen wir quasi einerseits in der Expansion, aber auch in der Reduktion unterstützen, aber eben auch für jeden einzelnen Store Erkenntnisse liefern. Ein kleines Beispiel habe ich mitgebracht, wo wir uns mal die Daten angeschaut haben. Bedient jetzt auch wieder Klischees, zeigt aber, dass die Daten auf jeden Fall valide sind. Wir haben uns in Hamburg angeschaut, das sind jetzt zum Beispiel in einem Wabensystem, wo man sagen kann, eine Wabe ist jetzt ein solches Umfeld eines Ladens. Hier sind wir jetzt an der Binnenalster am Jungfernstieg und sehen am Jungfernstieg, vor allem dann, wenn wir es vergleichen mit der schönen Reeperbahn, da sind wir, dann sehen wir quasi bei den Frequenzen an einem Samstag im September bei der Reeperbahn, dass nachts noch sehr viel los ist, dass also früh am Morgen ist da noch relativ viel Aktivität. Das sinkt dann so gegen 8, 9 Uhr und steigt dann am Samstag immer weiter an. Am Jungfernstieg sehen wir eine ganz andere Verteilung, ein ganz anderes Muster, das sehr stark korreliert mit den Öffnungszeiten der Geschäfte. Das heißt, hier kann man schon sagen, unterschiedliches Profil für dich Händler, wenn du dich dort niederlassen möchtest. Wenn wir in die Soziodemografie gehen, sehen wir auch direkt hier die obere Betrachtung, sehr viel mehr Männer an der Reeperbahn als am Jungfernstieg. Ja, das hat uns auch nicht überrascht. Kann aber natürlich durchaus relevant sein. Ein weiterer Vergleich nur mal, um auch das Thema Alter anzusprechen. Wir sind jetzt rausgegangen nach Blankenese, sehr wohlhabendes Viertel in Hamburg, und auch hier ist unsere Hypothese bestätigt, dass wir die jungen Zielgruppen, das sind eher die blauen, sehr viel stärker am Jungfernstieg entdecken, als das in Blankenese der Fall ist. So sieht übrigens unser Output aus, also nochmal zum Thema Anonymisierung. Natürlich kann man da nicht feststellen, wer genau wo sich aufgehalten hat. Es geht quasi für uns immer um das Gesamtbild und darum, relevante Entscheidungen beeinflussen zu können. Wir haben also jetzt hier einen riesigen Datensatz, mit dem wir jetzt beginnen, ehrlicherweise ganz spannende Erkenntnisse zu ziehen. Wir sind da bei weitem noch nicht am Ende der Reise, diskutieren das auch ganz intensiv mit den Händlern und auch mit Verbänden und ja, glauben, dass wir da Händlern eben eine gute Möglichkeit geben können, gerade auch wieder bestimmte Zielgruppen in ihre Geschäfte zu holen. Vielen Dank. Danke, Alexander. Rückfragen an Alexander Lange von euch, von Ihnen. Ja, bitte. Betrifft das jetzt Erfassungen, die Sie in dem öffentlichen Straßenland machen, oder könnten Sie auch Frequenzanalysen in Geschäften machen? Das bezieht sich jetzt nur rein auf unser Makronetzwerk, also wirklich auf die Mobilfunkzellen, die auf den Hausdächern installiert sind. Es ist durchaus so, dass in ganz besonders großen Gebäuden, an Flughäfen oder in manchen Einkaufszentren, wir Mobilfunkzellen haben, die quasi nur diese Räume versorgen. Solange wir dort quasi auch die Datenschutzbestimmungen einhalten, können wir auch da Analysen tätigen. Wir fokussieren uns aber gerade tatsächlich eher auf das, was im Makronetzwerk passiert. Dankeschön.
Dankeschön. Von mir auch noch eine Rückfrage. Könnt ihr das sozusagen trennen, wer da wirklich langsam geht und wer im Auto durchfährt? Weil gerade Jungfernstieg als Beispiel, da dürfen durchaus, glaube ich, Autos langfahren, die schauen nicht alle auf Schaufenster. Ja, wir auch aus Zwecken der Vergleichbarkeit trennen wir quasi die Verweilzeit in Kategorien. Also wir können natürlich, wir sagen, die Personen oder der Anteil der Personen, von denen wir in einem Gebiet nur ein einziges Event sehen, das sind für uns diejenigen, die mit hoher Wahrscheinlichkeit einfach durchgerauscht sind. Und wenn wir natürlich von, wenn wir mehrere Events über einen bestimmten Zeitraum sehen, dann ist uns auch klar, okay, 20% der Personen am Jungfernstieg verweilen dort mindestens eine halbe Stunde, aber weniger als 2 Stunden. In der Art und Weise teilen wir das auf. Nee, nicht, dass irgendwie eine Fußgängerzone mit einer Autostraße verglichen wird. Das fragte ich mich nur, wie das getrennt wird. Okay, weitere Fragen? Dort hinten noch. Bezieht sich auf eines der ersten Charts, was gezeigt wurde. Da war auch zu sehen, dass Sie Interessen und Hobbys haben. Beziehen Sie die Daten extern oder sind das Sachen, die Sie selber erheben? Nee, das sind auch externe Daten, die wir quasi mit der Postleitzahl des Heimorts verknüpfen, die wir uns extern einkaufen und dann mit analysieren. Weitere Fragen? Dort. Nee, genau. Korrekt. Okay, dann vielen Dank, Alexander. Dann machen wir jetzt mit der Podiumsdiskussion weiter. Ich darf nun auf die Bühne bitten, Jean-Paul Herrmann, den wir vorhin schon gesehen haben bei der Keynote von Payback, Marc Biadac, Executive Vice President von Bonial, Henrik Helmer, Co-Founder und COO von Cinema Mobile, Stefan Schneider, Inhaber von Cards Consult, und Jan Sperlich, Geschäftsführer von Gravis. Also kommt bitte alle auf die Bühne. Herzlich willkommen. Ja, herzlich willkommen euch allen auf der Bühne. Ich möchte euch bitten, zum Anfang ein kleines Top- oder Flop-Spiel mit mir zu machen. Das heißt Daumen hoch oder runter. Ich habe 6 Thesen mitgebracht und ich würde einfach kurz gerne per Handzeichen von euch sehen, ob ihr die unterstützt, also Top oder Flop im Sinne von, dass es nicht stimmt, was ich jetzt hier formuliert habe. Und danach werden wir diese Thesen alle etwas vertiefen. Fangen wir einfach mal an. Erstens, Digitalisierung ist der Todesstoß für inhabergeführte Geschäfte. Stimmt nicht. Zweitens, Beacons sind für den Handel von morgen nicht relevant. Mittel. Ja. Same-Day-Delivery wird sich nur durchsetzen, wenn es gratis ist. Shopping-Apps bringen zwar mehr Kundenfrequenz, aber kein Umsatzplus. Die gute alte Kundenkarte ist nicht totzukriegen. Okay. Und die letzte, Tante Emma ist das Vorbild von Big Data. Okay, dann danke an euch alle, dann wissen wir schon ungefähr, wie wir euch einordnen können. Ich würde gerne zuerst mit Jan Sperlich beginnen, Gravis Geschäftsführer, dem Händler hier auf der Bühne, dem echten Händler sozusagen, Multichannel-Händler auch. Worauf liegt denn euer Fokus aktuell bei den digitalen Trends, auch was die Online-Offline-Verknüpfung angeht? Was ist euer Hauptaugenmerk? Ganz klar Click and Collect. Und Click and Collect, wenn du es näher ausführst, heißt ja, dass Leute im Web bestellen und dann aber in euren Shop kommen. Was hat das für Vorteile für euch? Ja, wir sehen mehrere Dinge. Das erste ist, dass der Rupo
Research Online, Purchase Offline, ne? Für den, der die englischen Begriffe jetzt nicht ganz so kennt. Die 50% unserer Kunden machen sich vorher im Internet schlau, Nummer eins. Der Rest macht sich Gedanken, wo er kauft und was er kaufen will, indem er zu uns kommt, vorher andere Läden besucht. Also es ist so eine 50-50-Geschichte. Die 50%, die online auf unsere Webseite gehen, 25% von denen machen tatsächlich Click und Collect. Und wir haben eine einstellige Nicht-Abholquote, sage ich mal. Wir machen das Ganze schon seit 2011. Damals haben wir es tatsächlich, also Click und Collect ist jetzt so eine Sache, das heißt ja nicht, dass man auch bezahlen kann. Es war eher Reserve und Collect. Also man kann es reservieren und kann es dann in einer Filiale seiner Wahl abholen. Wir sind mittlerweile halt auch auf Pay and Collect, also man kann auch online bezahlen. Der Vorteil, den ich eindeutig sehe, der stationäre Handel differenziert sich durch Beratung, durch Vertrauen. Ich meine, wenn ich keinen Mehrwert liefere, dann brauche ich meinen Shop nicht. So einfach ist die Welt. Und diese Click and Collect Zuführung in den Laden gibt mir genau die Möglichkeit, mich zu differenzieren zu einer reinen Online-Welt. Und das gelingt bei uns sehr gut und die Kunden nehmen es sehr, sehr gut an. Jetzt habt ihr natürlich einen ziemlich finanzstarken Konzern im Rücken und seid einer der größeren Player. Ist das ein Luxus für dich, dass du quasi fast alle digitalen Trends vielleicht auch ausprobieren kannst oder eher sogar die Qual der Wahl, alles machen zu können? Oder stelle ich mir das zu rosig vor im Konzernumfeld? Absolut, viel zu rosig. Ne? Auch wenn wir hier alle weiße Hemden anhaben. und ich habe auch kein rosa Hemd. Ist tatsächlich so. Also es ist ein großer Konzern, der ist genauso wirtschaftlichen Richtlinien unterworfen wie andere. Und ich muss profitabel arbeiten. Und insofern sind die Entscheidungen, die wir treffen, wann wir digitalisieren und was wir investieren, auch immer ökonomische Entscheidungen. Also ich kann es mir tatsächlich nicht leisten, Dinge zu machen, die vielleicht klappen. Ich kann Dinge ausprobieren, wenn ich einen Trend erkenne, aber wenn die Investitionssumme zu groß ist, dann gehe ich schon ins Risiko. Ja? Und insofern versuche ich die Dinge dann zu machen, wenn ich merke, die Kunden erwarten es tatsächlich von mir. Und nicht nur nice to have, aber ich gehe trotzdem zu Grabes. Jean-Paul, du hattest ja gesagt, ihr als Multipartnerprogramm könnt eben sozusagen dann mehrere Partner zusammenbringen, um Dinge auch auszuprobieren oder neue Features einzuführen, dass das nicht jeder für sich dahin brödeln muss und investieren muss. Ja, wie konkret läuft das denn ab? Kommen da dann 10 Händler an einen Tisch und ihr macht das für die? Es gibt so eine ideale Situation, wie du sie gerade beschreibst, wo Leute und Händler und Geschäftsführer sich treffen und sagen, ja, wir hatten uns ja schon mal darüber unterhalten, dass wir uns jetzt anpacken. Und oft genug müssen wir dort aber auch Steuern schieben, drücken, vereinheitlichen. Das macht unseren Job spannend, macht ihn manchmal auch sehr, sehr anstrengend, weil all die Händler im Programm, die wir haben, dort ist ja keiner wie der andere. Wir haben nie zwei aus der gleichen Branche. Und für all die in einheitliches Produkt mit mehrfach nutzbaren Services zu bauen, ist eine riesige Herausforderung. Aber bei den ein oder anderen großen Stellen gelingt uns das sehr, sehr gut. Ich hatte in meiner Leitthese gefragt, ob die Digitalisierung der Todesstoß für inhabergeführte Geschäfte wäre. Das habt ihr eigentlich alle verneint, aber trotzdem an euch alle die Frage, vor allem erstmal auch an Stefan Schneider, Handelsexperten seit Jahrzehnten. Wie gut können sich denn kleinere Läden auch die Digitalisierung überhaupt leisten und sind die da fit? Was können die machen, um nicht gegenüber den Filialisten oder den E-Commerce-Händlern unterzugehen? Also ich kann eigentlich nahtlos anknüpfen an dem, was du gesagt hast. Auch für die kleinen Händler muss sich Digitalisierung rechnen. Und sie können nur das investieren, wo sie auch Aussicht haben, dass es sich rechnet. Also die Ausgangslage ist ja zunächst mal ähnlich. Der Grad der Komplexität, der damit einhergeht, der ist möglicherweise unterschiedlich. Also zunächst mal ist alles, was in Richtung Digitalisierung geht, verbunden mit zunächst mal mit einem Stück mehr Komplexität. Das ist einfach so, weil wir reden ja nicht von einem
weißem Blatt Papier und wir malen uns jetzt mal einen Einstieg in den Handel, sondern du hast danach gefragt nach den inhaber geführten Geschäften, die heute im Markt sind, die also ein stationäres Geschäft führen, was auch sicher auch rechnen muss. Und wenn ich dort den Einstieg in die Digitalisierung mache, dann habe ich natürlich mehr Komplexität, aber vielleicht nicht so viel, Stichwort Konzern. Also die Stufen sind dann nicht so viele. Die müssen Sie eben auf der Ebene abhandeln. Aber das ist, glaube ich, mal ganz wichtig, dass man das Bild aufnimmt. Und das Zweite, was John eben sagte, das ist nicht nur bei euch so, das ist im Handel generell so, dass das nie gleiche Situationen sind. Also man kann kein Rezept für alle da bauen, sondern es geht immer um die konkrete Situation. Und warum sollen dann inhabergeführte Geschäfte, die sich dafür öffnen und die dafür aber auch geeignet sind, also sowohl vom Produkt her, von dem Beratungsanteil etc., also warum sollen die das nicht auch hinbekommen? Auf andere Weise, ja, aber warum nicht? Deswegen ging vorhin, nee, du hattest ja gesagt tot, also ging der Daumen nach unten. Da hätte ich nicht alle so negativ formulieren sollen, sondern erstmal positiv, das hat vielleicht anfangs verwirrt. Marc, ja. Wie sieht es aus mit den Inhabern? Also ich glaube, dass unser Daumen so steil nach oben ging, war ganz klar, weil wir wissen, und das ist, glaube ich, das, was auch Jan gerade von Gravis gesagt hat, die Leute informieren sich online, aber sie gehen offline einkaufen, wenn sie wissen, sie sind in einem Geschäft da, wo sie Beratung haben, wo sie sich wohlfühlen, wo sie sich auch auskennen. Und wir sehen das bei Kauf da mein Prospekt, auch die kleineren Händler, die bei uns, die vielleicht mit weniger Filialen bei uns drauf sind, die spüren einfach, dass die Leute sich am Wochenende oder am Wochenanfang bei uns informieren über den Prospekt und dann zu sagen, jetzt gehe ich auch den Schritt in den Laden. Also von daher das Thema online informieren, offline einkaufen, das müssen wir auch alle, die wir hier sitzen, jeder aus seiner Sparte auch propagieren, beim Kino genauso. Ja. Ich informiere mich online, was läuft, gehe aber nachher ins Kino und schaue es mir eben nicht bei Netflix an. Ihr seid ja mit Kauf da quasi eine Plattformlösung. Payback ist auch eine Plattformlösung, die vielen Händlern offen steht. Sind das denn schon nur in Häkchen Filialisten, auch wenn es Leute sind mit wenigeren Filialen als jetzt Tausenden? Gravis hat ja auch nur in Häkchen 43 und ist trotzdem großer Player. Oder kommen da auch wirklich Geschäfte mit wirklich nur einem Laden hin zu euch? Und also wir haben ein schönes Beispiel jetzt auch aus meiner Heimat, aus Stuttgart. Da gibt es eine Buchhandlung, die heißt Witwer. Die ist in der Königstraße, die hat 3 Filialen und die ist jetzt auch bei uns bei Kauf da mein Prospekt drauf und die sind unheimlich zufrieden. Also es ist nicht nur die Reals und die ganz großen Ketten, sondern glaube ich auch gerade so im mittleren Bereich, so wie wo sich Gravis auch wiederfindet, aber auch im ganz kleinen Bereich. Ich glaube, die Leute müssen erkennen, wenn mein Händler online auffindbar ist und über Kauf da mein Prospekt ist er meistens dann auch auffindbar, dann kann er auch gefunden werden. Henrik, Cinema Mobile klingt jetzt erstmal nicht so nach Handel. Was haben denn die Kinos sozusagen mit dem Handel gemeinsam und wo kommt eure Plattformlösung ins Spiel? Ja, man denkt bei Kino sicherlich nicht gleich an Handel, obwohl die Filme natürlich auch zumindest die Rechte einkaufen und dann uns weiter vermitteln. Wir reden ja heute aber auch vor allem um stationären Handel und wer sich mal in letzter Zeit ein Kinoticket gekauft hat, wird sicherlich gesehen haben, dass es ziemlich stationär ist, was die Kinoketten da betreiben und selbst online noch nicht wirklich angekommen ist. Insofern haben wir eigentlich die gleichen Probleme wie andere Händler. Ist denn so eine Plattformlösung wie eure, wo man im Prinzip dann Kinotickets für jedes nur erdenkliche Kino perspektivisch kaufen können soll, nur was für Metropolen wie Berlin, wo es wirklich verschiedene Kinos gibt, oder ist das auch interessant für kleinere Städte? Im Prinzip ist es für jeden Kinobetreiber interessant. Die großen Kinoketten oder auch die mittleren natürlich insbesondere, weil die E-Ticket-Anbindung haben an die Kassen, über die Kassensysteme. Die kleineren Kinos haben das eher nicht. Nichtsdestotrotz kann man jedes Kino in Deutschland bei uns finden, mit allen Informationen zu den Filmen und Saalplänen. Und das ist ja, sagen wir mal, für die kleinen Kinobetreiber auch ein Schritt weit Digitalisierung, die sich auf anderem Weg gar nicht leisten können. Das heißt also, Plattformlösungen sind aus deiner Sicht sogar der Retter für kleine Player? Ja, ich glaube schon. Sowohl für die kleinen Kinos als auch aus Kundensicht. Wir haben es vorhin gesehen,
wenn jeder seine eigene Lösung bastelt, hat man kaum Chancen, unter die erwähnten 40 oder auch 10 Apps zu kommen. Insofern ist eigentlich eine, sagen wir, eine Kino-App, ein Marktplatz, eine Lösung eigentlich aus unserer Sicht das Mittel der Wahl. Es nützt ja nichts auch aus Kundensicht, wenn ich für jedes Kino eine eigene App auf meinem Phone habe. Das wird nicht passieren. Insofern glauben wir, dass wir mit dieser Marktplatzlösung eigentlich einen richtigen Ansatz fahren. Aber ich glaube, das ist genau die Diskussion, die wir in ganz vielen Kundengesprächen haben, wo dann uns auch große Player groß und stolz verkünden, sie haben jetzt eine App gebaut und sie erhoffen sich, dass diese App jetzt ganz groß runtergeladen wird, und wir merken dann auch schon so nach einem halben, wenn wir nochmal nachfragen, und wie viele Downloadzahlen habt ihr, die sind relativ okay, aber dann die auch die App wirklich nutzen, dann sieht das schon wirklich schon schlecht aus. Und wir sagen dann immer, überlegt euch wirklich auf die Plattformlösung zu gehen. Und jetzt kann ich nur verkauft an meinem Prospekt. Wir haben knapp 9 Millionen Leute, die jeden Monat da reingucken. Das kriegst du halt über dein eigenes Verfahren nur sehr, sehr, sehr schwierig hin. Ja? Also von daher, ich glaube, dass, was du gesagt hast, dass die Plattformen letztendlich die Zukunft vieler Themen werden. Vom Einzelhandel, aber auch von vielen anderen. Jan, wie ist denn eure Erfahrung mit Plattformlösungen? Ihr seid jetzt zum Beispiel bei Kaufda vertreten, auch bei Shopkick. Umgekehrt habt ihr natürlich auch eure eigene Website. Wie ist denn das Verhältnis so? Wo gehen die Kunden hin? Wo informieren die sich am meisten über euch? Also wir haben vor ungefähr 2 Jahren die Entscheidung getroffen, unsere App, die es damals schon gab, nicht weiterzuentwickeln. Ja, also war zu dem Zeitpunkt, also gerade so eine Startup-Stadt wie Berlin, ja, eine super populäre Entscheidung. Ne? Und wir hatten es ja nicht verstanden, wie sich die Welt entwickelt, dass man jetzt eine App braucht. Und ich habe gedacht, na, das lohnt sich nicht. Und da sind wir wieder bei den ökonomischen Dingen. Die muss sich am Leben halten, die muss sich auf jedes neue Warenwirtschaftssystem anpassen, auf jede SAP-Version, mit jedem Zahlungsanbieter muss ich dann wieder arbeiten, da brauchen wir wieder Schnittstellen. Also ist ja nicht ganz so easy. Und es kostet verdammt viel Geld. Und die Frage ist, verkaufe ich mehr? Beziehungsweise verdiene ich mehr an dem, was ich dann verkaufe? Und die Antwort war relativ einfach, na. Jetzt gibt es eine einfache Lösung dafür. Ja, und da sind wir gerade dran, das zu stricken. Das ist noch nie live, aber ich meine, man kann ja auch responsive Websites mittlerweile ganz gut bauen mit HTML5 und modernsten Technologien. Und in diese Richtung bewegen wir uns. Das heißt, ich habe eine Webseite, die läuft auf allen mobilen Devices, und da brauchen wir auch keine Gedanken machen, wie groß der Bildschirm ist, etc. Also das ist das, was das nicht demnächst an dieser Stelle von uns kommt. Das andere ist, Plattform, wenn ich sage, die Tante Emma so ein bisschen, ne, wieder zitieren, die ja auch gerne von euch in den Fragebögen immer kommt. Wir sind ja irgendwo ja auch so diese Tante Emma. Ne? Wir sind der lokale, sympathische Apple-Händler, wenn ich uns mal beschreiben würde. Ich hoffe, das sehen alle hier so, oder viele, die meisten bitte. Ich erreiche um 10 Kilometer Umkreis um meinen Shop die meisten und besten und zufriedensten Kunden. Ist relativ einfach. Da bin ich eine Tante Emma. Ja, in dem Moment, wo ich aufs Land rausgehe, wird es echt schwierig. Jetzt bei meinem Prospekt und Kauf da, sind wir auch Partner. An der Stelle funktioniert es, weil ich kann das so, ich bin location-based. Location Insider, Achtung, es gab mal einen Hintergrund, woher der Name kommt. Ne? Wir hatten uns vor uns darüber unterhalten. Da kann ich sagen, wo wohne ich und was sind denn die relevanten Prospekte, und wenn dann da immer drin ist und die hat nur eine Filiale, das ist aber meine mit Spezialangebot, dann ist das eine super Geschichte und ich spare das ganze Papier und habe es online auf meinem iPad, was da seit 5 Jahren auf meinem Couchtisch rumliegt und immer noch eine alte Version ist, aber es läuft da drauf, das ist okay. Du hattest aber noch ein Stichwort mir gegeben, das ja. Ist eher... Ja, eigentlich von der Einordnung auch, was bringen euch sozusagen Plattformlösungen wie die Prospekt-Apps oder eine Shopkick gegenüber Shopkick. Euren eigenen ja. Website? Eurer das würde mich interessieren, Website. Wie Shopkick läuft. Warum überrascht mich das nicht? Shopkick ist relativ, ich kann nur für uns sprechen. Ja? Ich habe keine Ahnung, wie Shopkick läuft, ich weiß nur, wie Shopkick bei uns läuft. Und ich habe mich am Anfang ähnlich schwer damit getan, als die Idee aufkam, von den Spezialisten das zu tun. Wir testen das jetzt so ungefähr seit 1,5, 2 Jahren. Wenn ich mir die Zahlen des letzten halben Jahres einfach nur anschaue, das habe ich dann auch getan. Florian, du hast mich ja gebeten, bring ein paar Zahlen mit. Ne? Dann
ist es für mich ähnlich, es ist eine ökonomische Komponente, die ich dann immer betrachte, und ich sehe Folgendes: Ich habe eine Conversion Rate von ungefähr 2,2%, die ist schon viel besser geworden, die war am Anfang bei 1%. Mhm. Und jetzt kommt, ich habe einen Warenkorb, der ist nicht mal 20% von dem, was der durchschnittliche Warenkorb der anderen Kunden ist, die ich normalerweise adressiere. Und die Kosten pro Klick, na, die darf ich jetzt nicht offenlegen, weil die steht wahrscheinlich in irgendwelchen Verträgen, da darf ich nicht drüber reden. Aber wenn ihr das dann alles zusammenrechne, kommt blöderweise bei mir raus, dass es ökonomisch sich nicht rechnet. Ist relativ einfach. Woran, jetzt ist dann wieder die Frage, was ist der Erklärungsversuch? Ich adressiere in Deutschland ungefähr 8 Millionen Kunden. Ja, die haben ein überdurchschnittliches Einkommen, die haben einen überdurchschnittlichen Bildungshintergrund. Und wir haben Produkte, die sind preislich hochwertig angesiedelt und sind erklärungsbedürftig. Zusätzlich mache ich Repair, bin Europas größter Repair-Partner von Apple. Das kommt noch dazu. Und da habe ich eine Vertrauensgeschichte mit in meinem Store laufen. Das sind Shopkick-Kunden, Kunden, die das wollen. Ja, die Toko-Kampagnen bei Shopkick sollen erfolgreicher gewesen sein, sozusagen. Als Stichwort. Ja. Mit Katzenberger und Co. Discounter-Mentalität, aber es sind eben 9 verschiedene Partner bei Shopkick, die sehr unterschiedlich sind. Ich weiß auch nicht, Jean-Paul, bei Payback, ihr habt ja auch die unterschiedlichsten Partner. Sieht man da auch, dass der eine Partner besser performt als der andere? Ja, absolut. Es gibt Partner oder vielleicht auch ganze Branchen, für die es Punkte sammeln nicht das grundlegende Fundament. Damit ziehe ich einfach an, ich mache keinen Hauskauf, weil ich da 500 extra Punkte kriege. Das rechnet sich in München nicht. Im Umland dann vielleicht, aber in München nicht. Das, um da mal in die Luft zu greifen. Und es gibt Sachen oder Händler, die haben so eine geringe Marge, dass sie sagen, ich überlege mir sehr, sehr gut, für wie viel Liter Sprit ich einen Punkt gebe oder wie viele extra Punkte ich ausgebe. In unserem Partnerportfolio sieht man relativ gut, welche Partner da drin sind. Das sind immer die Branchenführer oder die Branchenzweiten, Dritten vertreten, die sagen, ich habe die Marge oder den unbedingten Druck, an die Spitze zu kommen. Und dafür ist Payback einfach wie geschaffen. Und das auch für die meisten Branchen. Es gibt aber auch, Stichwort vorhin, Unternehmen, die hätten es da super schwierig. Zumindest mit dem Payback-Programm, wie es heute der gemeine User kennt. Ich gucke mir in München, gibt es eine Bäckerei, Konditoreikette Richard. Machen gar nicht so schlechten Kuchen, dicken, fetten Erdbeerkuchen, Zwetschgen, Dazi ist gar nicht so schlecht in der Früh. Ab und zu gehe ich dort vorbei und kaufe mir immer was. Und ich war letztens wie von den Socken. Ich mach die Amazon Prime Now App auf. Gibt es in München jetzt endlich, auch in der Provinz. Und da kann ich mir Semmeln bestellen. Und ich kann mir Semmeln, Brötchen, sagt man hier. Sagt man hier Brötchen oder sagt man hier Semmeln? Also die, ihr wisst schon, die sind diese Schrippen. Da hole ich mir die Schrippen. Ich gehe ja nachher in den Nachholbedarf. Die kann ich mir dort liefern lassen. Und ich kann mir Nachmittag Leberkäse, also das ist wie gebraten, glaube ich, heißt es bei euch, kann ich mir liefern lassen vom Vinzenz Moor. Das ist so eine Metzgerei-Imbisskette, eine lokale. Auch Fleischpflanzerl als Lieferung. Ja, ja, gibt es. Genau. Und da hat sich eine lokale Kette an einen Konzern rangehängt. Ich will nicht wissen, was die Einkaufsabteilung mit der anderen Verkaufsabteilung gemacht hat. Aber auf jeden Fall hängen die dort dran. Und ich kann von einem lokalen, relativ kleinen Händler Waren beziehen, die ich sonst nicht gekauft hätte. Und wenn ich das bestelle, ist es irgendwie in 40 Minuten bei mir zu Hause, wenn ich die 6 Euro extra drauflege, und in 2 Stunden da, wenn ich es nicht drauflege. Und das ist schon, da hat die Digitalisierung für Leute dort in den Unternehmen, in den kleineren Unternehmen, einen Schritt gemacht, den kann man mit einer eigenen App oder mit eigenen Gedanken nie machen. Du musst dich an so ein Ding ranhängen. Mach Same-Day-Delivery, das sind alle meine Brötchen, Semmel, Schrippenfahrer in der Früh, die sind den ganzen Tag beschäftigt und können nie ins Bett, weil irgendjemand immer 3 Schrippen braucht. Für 6 Euro Aufschlag. Wenn es mir das wert ist, ja. Wenn ich darf, würde ich da gleich mal einhaken.
Zum einen das Beispiel des Bäckers, der ist mir auch bekannt, obwohl ich nicht aus München komme, sondern aus Potsdam. Aber ich habe ihn mir angeguckt, weil der nämlich als Prototyp für das Bäckerhandwerk eine super Lösung, ich weiß nicht, ob du dort am Marienplatz in der Zwischenebene warst, zum Bezahlen geschaffen hat. Also es ist so ein Halbrund, ist, also die Theke ist halbrund, vielleicht 10 Meter. Und das Bezahlen, was ja erstmal nur noch nicht mobil, sondern bitte erstmal nicht bar mit Bargeld, sondern bargeldlos bezahlen, was beim Bäckerhandwerk ja nach wie vor noch ein großes Problem ist. Nicht, weil die so stur sind oder weil die es nicht kapieren würden, sondern weil es ganz einfach ein Problem ist. Jedes Terminal, was dahin soll, steht in der Auslage, die verkauft. Deren Auslage ist der Verkaufsplatz und jedes Terminal stört da. Und die haben die Lösung, dass sie auf, ich sag mal untechnisch, Metallstützen vor dieses Halbrund das Terminal gesetzt haben, sodass man sich also quasi neben dem Terminal anstellt und alles rausschaut und sagt, das will ich haben. Ich zahle direkt sozusagen aus der Hosentasche auf oder ins Terminal. Deswegen habe ich mir den Richard angeguckt, weil ich fand, das ist eine sehr gute Lösung. Klar, kommt immer auf die Situation an. Da kommen sie halt von allen Seiten und insofern reihen die sich schon ein. Und dafür müssen halt hinten die Backwarenverkäuferinnen müssen halt flexibel sein, weil sie müssen ja immer zu dem Terminal kommen. Das mal als Scharte oder als Lanze brechen fürs Bäckerhandwerk, weil ich auch im Zuge dessen mit der Einführung von Kontaktlos-Technologie auch mit vielen Backfilialisten in diesen Gesprächen war. Da ist was zu holen, und wenn man sich das dann anguckt, Stichwort Kundenbindung, was es heute schon an, ich will nicht übertreiben, aber ich würde mal sagen, Dutzenden, vielleicht sogar schon fast 100 Bäckerfilialisten gibt, die Karten herausgeben. Und zwar die ehemalige Stempelkarte, jetzt also in irgendeiner digitalen Form und verbunden mit einer Aufladung der Zahlung. Also ganz simples Prepaid, ich gebe Geld rüber, das wird auf die Karte aufgeladen und damit ist mein Umsatz mit diesem Kunden in der nächsten Zeit, dem Semmelkunden, ist gesichert. Also wie kreativ die Dinger dann aussehen. Also wir haben uns das, weil wir da eine Studie machen, gerade den gesamten Kundenbindungsmarkt in Deutschland jetzt mal aufzulisten, was es gibt. Wir sind aus dem Staunen nicht mehr rausgekommen, wie kreativ dort in einer Branche, von der man es zumindest nicht erwartet oder die meistens auch nicht wissen, die jedenfalls nicht im Fokus steht, wie eure Branchenführer 1 oder 2, sondern die man da ganz woanders vermutet, was da heute schon passiert. Klar gibt es dann Systemanbieter, die das über die Kasse, da sind wir wieder bei der Frage, was kriege ich wo integriert auch selbst wenn ich will, in eine Kasse, die dann liefern können. Aber es gibt auch viele sehr kreative Punkte da in einer Ecke, wo man es nicht vermutet. Darf ich nochmal du hast uns ja die Freiheit gegeben, also auch quer zu fragen. Ich komme noch auf deinen Punkt mit. Wir dürfen auch unterbrechen, hat er gesagt. Stopp. Wolltest du unterbrechen? Nein, aber ich wollte es jetzt mal probieren. Das sind nur die Spielregeln sozusagen. Ich wollte nochmal zurückkommen auf deinen Punkt mit dem Click and Collect, schon seit 2, 3 Jahren, 5 Jahren, Entschuldigung, und dann irgendwann die Entscheidung getroffen, auch Pay und Collect, also schon den Kaufakt, jetzt kommt bei mir natürlich das Payment-Thema das durch, den Kaufakt also schon abzuschließen im Online-Shop. So, wenn ich das jetzt verbinde mit deiner Aussage eben, es muss sich alles rechnen. Wo sind da die Parameter? Heißt das, dass dadurch durchs Bezahlen ist die Anzahl derer, die dann nicht abholen, entsprechend kleiner geworden? Oder weil kostengünstiger kann es eigentlich im Schnitt nicht sein, die Zahlung im Online-Shop abzuwickeln gegenüber der stationären Zahlung, je nachdem. Also würde mich jedenfalls wundern, wenn das der Punkt war. Wir hatten tatsächlich die Nachfrage von unseren Kunden.
Von den Kunden. Wir hatten die Nachfrage von Kunden, warum kann ich nicht gleich bezahlen? Dann habe ich sicher, wenn ihr das heute nicht abholt, sondern morgen oder übermorgen, dann ist es ja da, weil ich habe es ja bezahlt. Also es ist so ein bisschen klassisch das Thema Kunde, ne? Wann mache ich was? Weil ich bin genau bei dir, ne? Und was du sagst, Stefan, wenn wir das erste als Händler sagst dir, super, jetzt zahlt er und das, was ich ja draus mache normalerweise bei Click und Collect, der kommt in den Shop und ich kann ihn ja hochberaten, Zusatzverkäufe generieren, ja, margenkräftigere Produkte dazustellen. Weil mit meinem Hauptlieferanten da von Lebinet, das kann sich immer keiner vorstellen, weil die haben ja gute Zahlen, ich nicht. Also insofern ist das für mich tatsächlich eine Sache, die wirtschaftlich sehr, sehr wichtig ist. Und ich beantworte eine Kundennachfrage. Jetzt kommt der Kunde, der online bezahlt hat, rein. Dann kann ich es trotzdem noch machen. Ich kann immer noch beraten und kann immer noch sagen, was willst du eigentlich jetzt machen mit dem Ding? Und wenn ich feststelle, ist es vielleicht doch nicht die richtige Wahl, dann kann ich mit dem Kunden drüber reden. Oder ich kann zugehören, es geht immer noch. Ja? Das ist dann eine Frage von meinem Wirtschaftssystem beziehungsweise beim Kassensystem im Store, ob ich es abpicken kann und dazu eine neue Rechnung oder eine zweite Rechnung, wie auch immer, machen kann. Es geht bei uns. Und der Mitarbeiter, dass die das auch entsprechend umsetzen. Ne? Denn jetzt ist immer beim eigentlichen Handel. Ne? Weil alles das, was wir hier bereden, funktioniert ja technisch ganz gut, wenn es denn funktioniert. Und wir haben der Mitarbeiter, ja, der unterscheidet, der macht tatsächlich den Unterschied. Und das ist das Allerwichtigste bei uns. Und am Ende des Tages, oh, was machen wir noch? Ne? Also außer Investitionsentscheidungen und was gibt es alles Neues an Technologien? Es ist halt auch viel People Management. Ja? Wie gehe ich mit den Leuten um? Wie halte ich sie? Wie motiviere ich sie? Wie trainiere ich sie? Wie bin ich nachhaltig dran? Eine Frage da reinstellen an dich. Ist der Warenkorb von jemandem, der am Sonntagnachmittag Pay gemacht hat und am Montag holen will, größer? Weil er sagt, ich habe heute noch, es war nicht heute, wo ich 1200 Euro ausgegeben habe, sondern es war gestern in der alten Woche. Ist der heute empfänglicher und kauft in Summe mehr als der das vorher nicht gemacht hat? Oder kann man das nicht so sagen? Ich kann es nicht direkt beantworten, ob das der Sonntagskunde ist. Was ich beantworten kann, wir haben tatsächlich zum Sonntag ein Spezialangebot laufen, seit ungefähr einem Jahr, dass wir den Newsletter rausschicken, der Sonntag bei Gravis. Da sind immer spannende Produkte drin und das ist tatsächlich ein zusätzliches Einkommen, was ich vorher nie hatte, weil die Läden sind zu und ich habe es mit dem alten Newsletter-System nicht erreicht, was ich mit dem Sonntags-Newsletter erreiche. Ja. Wobei bei mir als Kunde die Sonntags-Newsletter langsam überhand nehmen, das haben jetzt schon andere kapiert. Ich kriege sowohl von Bräuninger, die sonntags geschlossen haben, den Newsletter für den Online-Shop, als auch von Zalando, von euch, da kommen immer mehr Sonntags-Newsletter, wo ich früher noch Ruhe im Posteingang hatte. Machen das uns alle nach. Ich weiß nicht, wer der Erste war, keine Ahnung. Das ist nur ein Punkt, aber ich glaube, das ist auch ein Argument, jetzt gehe ich mal einen Schritt sogar weiter. Der verkaufsoffene Sonntag, der ja in Deutschland immer noch diskutiert wird, da denkst du, da gibt es nur Himmel oder Hölle. Ja? Und ich glaube, jeder Einzelhändler oder jede Stadt und jede Kommune und jeder Landkreis muss sich wirklich Gedanken machen, wie viele verkaufsoffene Sonntage mache ich, um einfach den Leuten zu zeigen, Einkaufen macht in der eigenen Stadt Spaß. Also ich glaube, das wäre auch mal eine Diskussion, die wir auch mal vielleicht führen könnten, weil dann könnten wir doch einige Newsletter dann sogar sparen, wenn wir die Geschäfte sonntags aufmachen. Ja? Nicht jeden Sonntag, aber mehr Sonntage. Ja? Henrik, du hast ja in der Kino-App sozusagen, kann man erstmal das Ticket kaufen. Jetzt gibt es andererseits auch sozusagen diese Beratungsebene am POS, die für Gravis interessant ist. Ich meine, das Kinoticket bei euch ist ja auch schon eine Art Click und Collect oder Pay und Collect sozusagen, wobei man muss es gar nicht mehr aufsammeln, man kann vermutlich direkt an der Schlange vorbei gehen. Aber um da noch den Bogen zu kriegen, sind sozusagen Upselling, Cross-Selling-Themen für euch auch etwas? Geht es bei euch nur ums Kinoticket oder um mehr? Nee, das sind natürlich alles Features, die wir jetzt im Laufe der Zeit auch einführen werden. Da geht es nicht nur um Cross-Selling, ob man sich jetzt das Popcorn oder die Cola vorbestellt und an der Fastlane holt. Da geht es auch so Sachen, dass man das Ticket, was man als QR-Code generiert bekommt, an Freunde verschicken kann und die einem Gegenzug
das Geld dafür wieder zurückschicken und das Ganze mobile. Also auch hier für Nutzen eigentlich ein sehr geschlossenes, intelligentes System. Was den Beratungsfaktor im Kino angeht, das weiß ja nun, glaube ich, auch jeder selbst. Also da wird nicht viel beraten, wird, glaube ich, auch nicht viel Beratung nachgefragt. Aber vielleicht nochmal generell zur Digitalisierung. Ich habe nur noch in anderen Stationen viel mit dem Handel zu tun gehabt und ich habe das immer sehr als emotionale Angelegenheit kennengelernt. Von Angst bis Aggression war da eigentlich alles dabei. Und in dem Zusammenhang würde ich gerne mal sagen, dass im Prinzip sich der Handel eigentlich eher neue Technologien, ob es jetzt Beacons oder auch Marktplatzlösungen sind, eigentlich eher zu Nutzen machen sollte und eigentlich nicht die Angst davor haben sollte, zu glauben, dass man jetzt komplett digitalisiert wird von außen. Das tun wir ja nicht. Wenn wir jetzt ein Kino digitalisieren würden, dann wäre es ein Streamingdienst. Was wir digitalisieren, ist ja nur ein Bezahlprozess, ein Suchvorgang, versuchen das für beide Seiten zu optimieren und bringen dem Kino eigentlich auch noch Kunden, die er aus seinen Kanälen längst verloren hat. Insofern, ja, das mal so am Rande. Stichwort Digitalisierung auch für kleinere Händler nochmal. Habt ihr irgendwelche Top 3 oder Top 5, die ihr auch kleineren Händlern empfehlen würdet, was sie als erstes mal machen sollten, ohne jetzt Angst vor dem Internet zu haben? Ist es, was weiß ich, Instagram-Account oder sonst was? Was sollten die denn wenigstens mal machen? Marc? Also ich glaube, das allererste ist eine Homepage, darüber kann man gar nicht diskutieren. Und das zweite ist, kauf da mein Prospekt, weil dann bist du auffindbar. Und als drittes einfach eine gute Beratung und ein gutes Geschäft machen. Also das, was man verkauft, die Dienstleistung, die Produkte einfach mit Leidenschaft und mit Lust zu machen. Henrik? Ja, vielleicht auch das eine oder andere auszusourcen. Also das Schlimmste, was ich immer erlebt habe, wenn die irgendwie versuchen, das selber zu machen, was sie ja nicht können in-house. Also kein Händler hat eine IT-Abteilung, um da irgendwelche Apps zu entwickeln. Dann geht das immer irgendwie nach hinten los. Und die Frage ist gar nicht so, womit sollte ich anfangen, sondern einfach offen zu sein und zu gucken, was gibt es denn oder wie machen es andere. Es gibt ja auch Händler wie Rewe zum Beispiel, die selber kaum was digitalisieren, die sich aber durchaus bereit erklären, sagen wir mit DriveNow und ähnlichen Lösungen zusammenzuarbeiten. Das ist ja auch ein Schritt Digitalisierung, die auch eine Kundenbindung bringt. Stefan, was rätst du auch kleineren Händlern bei der Digitalisierung? Naja, man muss ja auch da wieder unterscheiden im Handel. Das Bild, was du jetzt zeichnest, ist ja ein kleiner Händler. Also womit soll der anfangen? Hat er jetzt in dem Bild, hat er einen Laden, hat er eine Webseite, hat er vielleicht sogar einen Online-Shop, hat er, Stichwort von eben, hat er eine Kundenkarte, ist die Kundenkarte nur im Shop einsetzbar, dann würde ich sagen, das nächste wird sein, nur im Laden einsetzbar. Das muss jetzt eine aus Kundensicht in beiden Welten des Handels einsetzbare Karte werden. Das wäre dann sozusagen der nächste Schritt. Ist er da noch gar nicht? Ja gut, dann sind wir wahrscheinlich eher, sagen wir mal, bei Schritt 1, bei Schritt 2, das war klar. Aber dann die Auffindbarkeit, da gibt es ja nun mittlerweile auch, Gott sei Dank, ja auch lokale Lösungen, wo also lokale Auffindbarkeiten, also analog zu der übrigens immer noch existierenden City-Karten-Lösungen, die gibt es noch, auch wenn man es nicht glaubt, aber sind ein paar eingegangen, aber sind ein paar neue dazugekommen. Aber es gibt eben auch die lokalen Plattformen, die dann die Sichtbarkeit, jetzt nicht über den Dienstleister, sondern indem sie sich zusammenschließen und sagen, hier ist unsere Stadt und unser Angebot. Und damit eine Sichtbarkeit zu schaffen. Also auch da wieder ganz wichtig, man muss schauen, wie ist die Situation jeweils. Es gibt da auch kein Patentrezept, aber Lösungsmöglichkeiten gibt es. Ja, das wäre meine nächste Frage gewesen. Patentrezept oder Allheilsbringer, gibt es die Lösung? Gibt es vielleicht auch eine Shopping-App, wo jeder rein muss? Oder ich will jetzt nicht hören, alle müssen zu Kauf da, sondern eher was in Richtung, man muss vielleicht doch verschiedene Sachen ausprobieren. Stefan, glaubst du, man muss wirklich überall Präsenz zeigen oder muss es eher handverlesen sein? Nein, das schließt sich nicht aus. Das hat ja sein Beispiel eben auch nochmal gezeigt. Also es gibt die eigenen Mittel, die man einsetzt, oder man stoppt sie dann erst und baut sie um und kommt mit einer anderen App wieder. Und es gibt die Plattform. Also
alles ausprobieren, okay, das kann mal eine Suchphase sein, aber das wird ja auf Dauer nicht funktionieren und schon gar nicht mit den Kunden. Also bei der Branchenvielfalt gibt es wirklich kein Allheilmittel, aber was tun, das ist sicherlich Pflicht. Ja, das auf jeden Fall. Nee, ich glaube einfach testen, testen, testen. Ja? Also jeder Händler muss sich schon überlegen, was ist ist es Shopkick, ist es ein Programm, wo ich meine Kunden binden kann. Also ich glaube, man muss es ausprobieren und nachher aber auch herausfinden über die Dienstleister. Also da klammere ich jetzt uns auch gar nicht aus, was bringt es denn? Ja? Also habe ich nachher in der Kasse, ja, wir arbeiten gerade auch mit dem Thema Geofencing, auch das, was der Kollege von Telefonica auch präsentiert hat, also dass wir auch nachvollziehen können, wenn jemand den Prospekt von Gravis gelesen hat, ob er dann auch in die Geofence-Zone eingetreten ist und dort auch im Laden dann drinne war. Also auch wir müssen dann zeigen, dass man sowas dann auch leisten kann. Ja? Aber das kann man nur, wenn man testet. Ja, ja, Stichwort Tests. Beacons galten ja vor ein, zwei Jahren als geradezu schon fast... Ich darf dich unterbrechen. Ne? Ja. Noch was mir dabei... Ich meine, das Schlimmste, was ich finde bei der ganzen Digitalisierungsdiskussion ist, wenn ich eine Erwartungshaltung digital erzeuge, die ich dann offline am Point of Sale nicht erfülle. Ja? Das ist das Erste. Also ich kann eine wunderbare Homepage haben, ich kann tolle Apps haben und kann sonst was über mich schreiben. Wenn der Verkäufer mich nicht ordentlich abholt, mich nicht ordentlich berät, seinen Job nicht macht, einen Mehrwert liefert, freundlich ist, ich Spaß hatte in dem Laden, dann nützt es auch nichts. Und es nützt auch nichts, wenn ich überall Punkte sammeln kann oder ich gehe in den Laden und kann Punkte sammeln. Blöderweise ist das ein Laden, wo mich die Verkäuferin jedes Mal froh ist, los zu sein. Ja? Aber ich habe Punkte. Ich meine, was habe ich von den Punkten? Ja? Wie oft gehe ich da gerne hin? Ich meine, es ist auch Lebenszeit. Ja? Also ich möchte, das ist so ein bisschen, ich breche mal wieder die Lanze für den lokalen Handel, ne, für den stationären. Aber der Verkäufer macht tatsächlich den Unterschied. Ja. Und das ist auch mein Ratschlag. Ja? Es nützt alles nichts, wenn es dann da draußen bei den Leuten nicht funktioniert. Ich meine, ich kann nie alle Kunden überzeugen bei uns, aber ich meine, und die Läden sind verschieden und es hängt von Zeit zu Zeit ab. Aber wir haben aktuell die letzte Marktforschung, die wir gemacht haben, die ist gerade rausgekommen. Mit vielen tausend Kunden und noch mit Vergleichsproben, alles schön validiert. Über 90% Weiterempfehlungsrate. Ja? Und was will ich denn mehr? Das ist ja meine allerbilligste Werbung, weil die kommt von einer vertrauenswürdigen Quelle für den anderen Kunden, wenn er sagt, wo kaufst du denn dein Apple-Gerät oder dein Zubehör dafür? Und dann sagst du bei Gravis, da kannst du jetzt nichts falsch machen. Ja, das andere, wo ich Vertrauen aufbaue, ist Service und Repair. Ja, wenn mir nämlich geholfen wird in dem Laden, dann habe ich einen Vertrauensbonus geschaffen bei Kunden. Das sind ganz andere Faktoren. John? Dem kann ich nur zustimmen. Also wir haben eine Apotheke bei uns um die Ecke, die kennst auch du nicht, da warst auch du noch nicht. Die ist echt, vielleicht ist die 10 Quadratmeter groß. Ganz kleines Ding, ist hinten wahrscheinlich ein Riesenlager mit allen Tabletten und allem Zeug drin. Ganz kleine Apotheke. Ich kaufe im Grunde alles im Netz und ich würde auch Semmeln kaufen und Leberkäse und alles drum und dran. Zu der Apotheke gehe ich immer hin und ich kenne die ganzen Web-Apotheken und hoch und runter. Und das ist auch nicht der nächste Weg, die ist bei mir 2 Kilometer entfernt und ich wohne in der Stadt. Wir haben gerade eine Situation, wir brauchen so ein Spezialmedikament und da muss man sich mit der Kasse ein Stück rumstreiten, zahlen die das oder nicht. Und das ist schon so richtig sündhaft teuer. Und wenn ich die letzten 5 Jahre nicht bei der Dame gewesen wäre, die Apotheke so super nett führt und immer 5 Minuten Zeit für mich hat und sagt, wie geht's der Frau? Das ist so eine Tante Emma. Wüsste ich nicht, wo ich heute das Medikament herhole und den Kassenstreit aussitzen kann. Und sagen ehrlich, die sagt, ja, irgendwann kriege ich das Geld entweder von Ihnen oder von der Kasse, mir egal. Aber die weiß, dass sie es kriegt. Und wenn ich im Netz bei MyDoctor gewesen wäre, sagen sie, nicht bezahlt, nicht Versand, Ende Gelände. Also der stationäre Handel, die Verkäuferin, der Verkäufer, der Service, die machen einen Unterschied. Und ich glaube, Patentrezept ist, wie du vorhin sagtest, Patentrezept ist anfangen. Und ich muss mal halt überlegen, setze ich auf Kundenbindung, setze ich auf Neukunden, was ist mein Problem oder wo soll das nächste Wachstum oder das Überleben herkommen? Und dann kann ich mir überlegen, wie ich dort angehe. Und ich glaube, dann muss man sehr, sehr mutig sein als stationärer Händler und sagen, was machen die verrückten Vögel dort? Die ihre jahrhundertealte Familientradition verletzen und als Erste irgendwas anders machen und mit irgendjemandem kooperieren, mit dem man nicht spricht oder was Verrücktes machen. Und vielleicht geht es schief,
aber das Nix-Machen geht auf jeden Fall schief. Die Dame dort, die mit der Apotheke, die haben sich irgendeine Apotheken-Dingens-App-Plattform angeschlossen und die hat so einen ganz kleinen Aufkleber bei sich an der Kasse und irgendwann habe ich gesehen, wie cool, ich kann Sonntagnachmittag in der App Medikamente vorbestellen auf meinen Namen und ich kann sie Montagvormittag abholen. Und so schnell liefert DHL relativ bald irgendwann mal und wenn es die Medikamente bei Amazon gäbe, gibt es auch, aber ich will es bei der Frau kaufen. Und mit der App bestelle ich Sonntag und ich habe super wenig Bequemlichkeitseinbußen und einen sehr, sehr guten Service dazu. Und dann nehme ich setze mich dann halt ins Auto und dann fahre ich hin und dann hole ich mir die Sachen. Und habe noch ein nettes Gespräch gehabt und vielleicht sogar was gelernt über irgendwelche Krankheiten, warum sie Sachen verschreibt und warum nicht. Was will man mehr? Persönliche Erfahrungen im Laden, auch von mir noch. Warst du schon mal im Laden? Ja, ich gehe zum Beispiel immer täglich fast zum Rewe um die Ecke, mache aber manchmal auch Rewe-Lieferservice, wenn ich mal eine Vorratbestellung brauche oder so. Ich weiß nicht, du kennst den Rewe vielleicht sogar in der Elsterstraße bei uns in Leipzig und eigentlich super freundlich, werde täglich persönlich begrüßt. Die lassen sich auch immer Späße für unseren 2,5-jährigen Sohn einfallen, wenn der im Laden mit dabei ist und der wird immer beschenkt von denen. Aber jetzt kommt's. Ich musste neulich sozusagen die Bekanntschaft mit der Payback-Beauftragten machen. Ich wusste vorher nicht, dass es sowas überhaupt gibt. Das ist so wie Frauenbeauftragter? Eine Payback-Beauftragte der Filiale, die irgendwie für die korrekte Kampagnenumsetzung im Laden und so weiter, das alles am Service-Kiosk und so weiter, zuständig ist. Und manchmal erlebt man leider Gottes mit Payback dann doch absurde Sachen und ich frage mich manchmal, woran es liegt und macht Paybacks dann nicht zu unnötig kompliziert. Eigentlich reicht es mir doch, dass die Leute mir Hallo sagen und mal meinem Sohn was schenken. Geschenke willst du haben. In dem konkreten Fall, ich weiß nicht, wie eure Prozesse da sind, da hängt dann auf dem Parkplatz ein Plakat, dass ich heute irgendwelche Extrapunkte bekomme, wenn ich das und das mache. Und das klappt nicht. Und dann kommt die Filialleiterin, die Payback-Beauftragte und sonst was. Dann habe ich nach 20 Minuten einen Kulanz 100-Punkte-Gutschein noch gekriegt. Das war dann auch sehr lustig. Okay. Und hinterher lagen diese Gutscheine einen Monat später in der Kasse aus. Die waren aber eigentlich für so einen Punkte-Einlösetag bestimmt. Eine gemeine Frage jetzt. Also ich glaube, es war gar keine Frage dabei, das war einfach so eine Aussage. Ja, es war eine absurde Anekdote jetzt aus meinem Leben als Kunde sozusagen. Und das gibt's. Wir haben 40.000 angeschlossene POS. In den 40.000 POS weiß ich nicht, wie viele Kassen jeder im Schnitt noch hat. Mhm. Und an jeder, oder manchmal sitzt an jeder irgendein Mensch, der einen schlechten oder einen guten Tag hat. Und dahinter irgendein Programmierer, der irgendwo einen Bug gemacht hat. Oder wir haben irgendwo einen Stecker gezogen. Also da muss was schief gehen. Ja, beim Torwandschießen zur EM ist auch irgendwas schief gegangen. Dann kam Entschuldigungsmail, dass die Gutscheine nach dem Endspiel irgendwie das am Kiosk nicht geklappt haben. Wir versuchen wenigstens, wenn uns was auffällt, in Goodie draufzugeben, sagen, tut uns leid, dass es nicht geklappt hat. Ja. Und wenn das mal nicht geklappt hat, gibt es eine super Service-Hotline, da rufst du an und schilderst den Fall ganz gut und dann die helfen dir durch. Okay, gut, wunderbar. Ich wollte. Nicht hast du meine Nummer. Genau, ich wollte eigentlich noch auf Beacons zu sprechen kommen, die vor ein, zwei Jahren als einer der Retter des stationären Handels galten, gehypt wurden. Wie auch immer, eierlegende Wollmilchsau. Da haben auch viele getestet. Ihr bei Payback, Gravis sicher über Shopkick zum Beispiel. Ja, wie bewertet ihr heute den Hype darum? Wie wichtig sind die Beacons für den stationären Handel? Also ich glaube, was man lernen konnte bei Beacons, dass man mit guter PR und mit viel Trommelwirbel doch ein Thema sehr weit voranbringen kann. Wenn man dann aber dahinter guckt, und das ist das, was du auch bei Shopkick ja erklärt hast, ja, man muss halt auch schon hinter die Technik gucken und man muss gucken, okay, hat dann jeder sein Bluetooth an, macht jeder sein Bluetooth an, würde ich das selber anmachen? Also ich glaube, da wurde einfach uns was vorgegaukelt. Also ich glaube nicht, dass sich die Beacons beim Einkaufen durchsetzen werden. Die Beacons werden bei vielen anderen, wenn ich ins Museum gehe und dann bekomme ich die Sachen vorerklärt, die ich mir gerade angucke. Also ich sage nicht, dass der Beacon an sich, deswegen habe ich vorhin auch meinen Daumen ganz klar hoch, dass der Beacon nicht für den Handel interessant sein wird, weil wir oder der Kunde nicht jede Zeit bespaßt werden will von einer App und sich jede 5 Minuten irgendwo melden will. Also ich glaube nicht, dass sich das Beacon für den Handel durchsetzen wird. Henrik, werden Sie denn in Kinos eine Rolle spielen? Nee, das glaube ich nicht.
mal generell zu den Beacons, also da ist einfach auch eine falsche Erwartungshaltung irgendwo in den Raum gestellt worden und im Prinzip auch kein Standard etabliert worden. Und das ist für den Kunden nicht interessant. Das ist wie mit den 5 Kino-Apps. Ich brauche keine 5 Beacon-Anbieter und in jedem Laden mache ich was anderes auf. Wenn ich jetzt wirklich einen Standard hätte, sehe das vielleicht nochmal anders aus. Aber es kann auch kommen. Also tot ist es sicherlich auch nicht, aber die Erwartungshaltung generell bei Mobile ja sowieso ist ja eine, die kaum erfüllt werden kann, wenn man irgendwelche Interaktionen plant oder das fängt schon bei den Budgets an, bei den Vermarktern. Da wird ein bisschen Budget rausgegeben. Im Prinzip sind es Testbudgets und dann wundert man sich, dass die Mobile-Kampagnen nicht so funzen wie die Online-Kampagnen und lässt es wieder sein. Ist einfach ein Größen- und ein Standardproblem. Wie sind deine Erfahrungen mit Beacons bei Gravis? Ja gut, die Shopkick-Erfahrung habe ich geschildert. Was mir dazu einfällt, eine Technologie selber macht noch keine Lösung. Und wenn ich da noch eine Erwartungshaltung hinsetze, dann wird es ganz, ganz schwierig. Und offensichtlich ist noch niemand das tolle Ding eingefallen. Ja? Ich meine, wenn ich dann so die Shopkicks sehe und sehe, was auf einmal mit dem Pokémon Go passiert, dann sage ich mal Gamification, was dann geht und wie schnell es geht und wie lange Shopkick rummacht. Ja? Also jetzt will jetzt niemand bashen, aber das ist ein schönes Beispiel, wann Technologie interessant wird und wann sie ankommt und wie sowas geht. Beim Kino fällt mir allerdings eine Beacon-Anwendung ein. Weil das ist so eine Sache, was man die jeder kennt. Ne? Kommst du spät ins Kino, das Licht ist aus und suchst deinen Sitz. Weil du findest ja noch die Reihe. Die leuchtet ja da irgendwie das D oder das F, aber dein Sitz leuchtet nicht. Und du marschierst da durch und du bist ja von draußen geblendet. Also wenn dann mein Handy vibrieren würde, wenn ich vor dem Stuhl stehe, der meiner ist, das fände ich geil. Ja? Dafür würde ich auch Bluetooth anmachen. Machen wir aber so. Meinen Empfang aus. Aber nur Bluetooth an. Wir haben da ja auch eine Menge getestet mit einigen Partnern, die Beacon-Geschichten. Und ja, ein paar Ideen sind einfach nicht umsetzbar. Also die Technologie löst einfach nicht, stehe ich so vorm Regal oder so und greife ich jetzt zum Hundefutter, zum Katzenfutter. Weil einfach keiner sein Smartphone an den Fingerspitzen angebacken hat, wenn er zugreift. Und selbst wenn er es dran hätte, würde es nicht... Die Technologie ist für sowas nicht gemacht. Aber der feuchte Traum jedes Marketers, das fällt jedem sofort ein, da kann ich noch eine Push-Notification, und da kann ich noch Bilder, und da kann ich noch Spiele, und ich sehe, was der Kunde kauft. Siehst du an der Kasse sowieso. Aber es gibt ein paar Anwendungen, die wir durchaus weiterentwickeln mit unseren Partnern, wo wir gucken, hilft es dem Partner oder das ist der Idealfall, hilft es auch dem Kunden noch mit? Gibt es eben direkten Mehrwert dazu auf der Stelle, wenn ich sagen kann, vergiss einfach nicht, deine Coupons zu aktivieren. Du gehst jetzt in den Rewe rein und eine unserer häufigsten Kundenbeschwerden sind, ja, mein Coupon nicht aktiviert. Wie kriege ich die Punkte jetzt? Ja, und dann kommt man in so ein Gespräch, wahrscheinlich wie das mit dir war, und nach einer Stunde gibt es dann die Hunde, komm, nimm die Punkte, ehrlich. Aber also dort kann man tatsächlich einen Mehrwert schaffen. Die Leute sind dem Programm beigetreten, weil sie gerne Punkte sammeln wollen. Und die wollen das auf keinen Fall vergessen. Und da kann man einen Reminder bauen. Das ist gar nicht so schwer. Das mache ich an der Tür und sage, die hängen wir dorthin. Da fange ich bei den ein oder anderen Filialen an und dann gucken wir mal, was es bringt. Wir haben da einige gute Tests gemacht. Das hilft. Aber das könnt ihr ja genau über Geofence auch lösen, da braucht ihr gar kein Beacon im Laden verbauen. Ja, oder? In der Shopping Mall bitter, und da kommen wir wieder so an das Beacon lokalisiert. Also müssten wir nochmal uns 2, 3 separate Abende dazu treffen. Wie schlecht beim besagten Rewe, da schickt mir nämlich Shopkick, wenn ich auf dem Parkplatz bin, die Push-Notification, ich soll irgendwelche Produkte scannen, und die sind ja gar kein Rewe-Partner und machen das über Geofence. Und leider ist auch Sonntag und der Rewe hat zu, ich weiß. Das passiert dann auch. Genau. Du hattest das Stichwort Push-Notifications schon erwähnt. Diese Woche kam auch eine PwC-Studie raus, dass Kunden durchaus aktuelle Angebote während des Einkaufens im Laden sich drüber freuen würden. Aber wie kann man die sinnvoll dosiert und auch personalisiert einsetzen, damit es nicht nervt? Jan? Also der Rewe, wo du hingehst, wo wir hingehen, ja. Der hat diese wunderbare Stimme einer Frau und Hintergrundmusik dazu.
Das ist ja jetzt keine neue Erfindung, die Tagesangebote beim Rewe bekannt zu machen, während ich drin bin. Also das Audio-Pendant zur Push-Nachricht. Ich sage nicht, dass sie gut ist. Ne? Ich sage nur, es ist ja jetzt nicht unbedingt eine neue Erfindung, sowas überhaupt zu tun. Das ist eine technische Unterstützung in dem Fall möglicherweise. Ich glaube, da ist die Situation im Laden auch anders als Stichwort Mall, weil da müssen sich dann ja viele verständigen über wer darf wann, in welchem Rhythmus. Hören Sie mir auf. Nachrichten senden, das ist, glaube ich, das, an der Stelle wird es nicht funktionieren. Und das war vorhin auch meine Assoziation, als du das gezeigt hast, nochmal mit dem Chamäleon. Das Problem selbst innerhalb der Payback-Partner wird ja auf diese Weise elegant gelöst, indem man sagt, ab diesem Moment kannst du in Partner, wo der Kunde gerade ist, mit ihm kommunizieren. Alle anderen sind sozusagen abgeschaltet. Dafür brauche ich Beacons. Ja. Fürs Chamäleon brauche ich Beacons. Und das ist dann macht Sinn. Also kleine Lanze für Beacons. Danke. Also ich glaube, das Thema Push-Notification wird schon ein Thema in der Zukunft werden, aber man muss trotzdem auch gerade die Händler und die größeren Händler davor warnen, das auch nicht inflationär einzusetzen, weil ich glaube, dann genau das passiert, was wichtig ist. Wir müssen auch wieder mehr auf den Kunden hören und nicht immer nur gucken, was wollen die Händler, sondern wir müssen auch gucken, was wollen die Kunden. Und ich glaube, dass die Kunden eben nicht beim Handel Beacons wollen und ich glaube auch nicht, dass sie jeden Tag 5 Push-Notifications wollen. Wir müssen es ganz klar dosieren. Es ist auch ganz klar, wie wir an das Thema herangehen. Und wir testen gerade bei unserer Tochter in Amerika, haben wir das Thema Facebook Messenger, dass Leute, die ganz bestimmten Wunsch haben, sie sind gerade in New York und sind dort in der Nähe 11. Straße und möchten bei Macy's oder interessieren sich für Produkte von Macy's, bekommen dann über den Facebook Messenger lokalisiert dann eine Nachricht, weil wir wissen, wo sie gerade sind, die neuesten Angebote von Macy's. Das testen wir gerade und haben wir jetzt gerade auch offiziell gelauncht in Amerika und werden das dann auch in die anderen Länder versuchen, erstmal zu testen, ob das auch wirklich angenommen wird. Aber in dem Fall fragen die Kunden aktiv danach. Genau, also die Kunden sagen, sie wollen das und also das ist wirklich... Ich glaube, das liegt auch der Studie zugrunde, die vorhin zitiert wurde. Der Kunde muss es wollen. Wenn ich irgendwo überrascht bin, du kannst mich genau einmal schlecht überraschen und dann ist entweder die App weg oder der Service oder der Partner oder alles Ende. Wenn ich aber sage, halt mich auf dem Laufenden zu, dann mache ich das. Halt mich gerne auf dem Laufenden zu Politik im Mittleren Osten. Und wenn da am Tag 10 Sachen passieren, dann sage ich, wow, ich habe das bestellt, ich will das haben. Wenn ich sage, halt mich auf dem Laufenden, wenn mein Coupon abläuft oder wenn ich mal wieder 10-fach bei Rewe kriege, dann hat der User das bestellt. Wenn ich aber herkomme und sage, ich habe jetzt plötzlich einen Briefkasten im Gesicht und in der Hosentasche und im Bett des Kunden gefunden, wo ich immer was reinschmeißen kann und er liest es sogar immer noch, wie cool, dann bin ich, glaube ich, wahrscheinlich auf dem falschen Dampfer. Henrik? Also Push ist für eine App, also nicht nur für unsere, eigentlich das zentrale Tool überhaupt, um aus dem User einen aktiven User zu machen. Und bei uns in der Kino-App ist es eigentlich so, dass wir einfach einen Informations-Push schicken und sagen, jetzt ist Donnerstag, der und der Film kommt raus, je nach Datenbank, wofür sich der User so interessiert und welchen Film er schon war. Wobei das für uns auch einfacher ist. Das wird weniger als Spam wahrgenommen, als wenn ich ihm irgendwie schreibe, das und das kannst du heute für die Hälfte kaufen. Also da ist wohl der Nervfaktor ein bisschen größer. Aber für uns ist es ein sehr zentrales Tool. Das glaube ich, das hilft bestimmt vielen App-Betreibern, von einer der 40 installierten Apps auf eine der manchmal genutzten zu kommen. Wenn es denn relevant und gut gemacht ist, dann bleibt die auch installiert und sage ich, wie cool, ich habe ja einen Grund gehabt, um sie zu installieren und erinnere mich, dass das sinnvoll war. Macht total Sinn. Aber ich glaube schon, jetzt nochmal kurz zurück auf Kauf, da mein Prospekt, der Erfolg, glaube ich, den wir in den letzten Jahren hatten, war, dass wir den Händlern gesagt haben, die Leute, die euren Prospekt bei uns auf der Plattform angucken, machen das freiwillig. Wir bringen sie nicht dazu, sondern sie sagen, okay, das sind die Favorite-Händler, die ich in meiner Umgebung habe und die schaue ich mir dann freiwillig und ohne, dass mich jemand drängt an. Und ich glaube, darauf sollten wir uns auch schon immer noch den Fokus halten. Und trotzdem, da bin ich schon bei dir, Push-Notification und Facebook Messenger und WhatsApp nicht vernachlässigen. Also das wird schon sicherlich ein Weg sein, wenn jemand ein bestimmtes Bedürfnis hat, ihn darüber auch anzusprechen.
Jetzt muss ich trotzdem mal schimpfen über nervige Push-Nachrichten von einer App, die ich jetzt nicht namentlich nennen will hier auf der Bühne, aber die mir gestern eine Push-Nachricht abends vom Fernseher geschickt hat. Hey, es wird jetzt wieder Grillwetter, tolle Sommer und jetzt schau dir mal die Angebote an. Dann klicke ich da drauf und lande irgendwie aber nicht explizit bei Grillangeboten, sondern bei so einer allgemeinen Prospektübersicht von diversen Händlern. Daraufhin habe ich Push. Bitte? Was könnte es für eine App gewesen sein? Es könnte Kaufdaher oder Marktjagd oder sonst wer gewesen sein. Auf jeden Fall habe ich daraufhin die Push-Benachrichtigung erstmal abgestellt, weil ich das zu unpersönlich fand und zu plump irgendwie, weil es mich halt auch nicht zum Ziel des Grillproduktes geführt hat und ich dann irgendwie 10 Prospekte durchsuchen soll nach Grillprodukten. Und ja. Du hast recht, es muss extrem gut gemacht sein. Ja. Du unterbrichst mich irgendwo in irgendeiner Situation, erwartest, dass ich es angucke. Dann komm wenigstens auch zum Punkt. Und mach nicht, dass ich jetzt mir 5 Minuten Zeit nehmen muss für irgendwelchen, ich kann mich nicht einloggen, ich finde das nicht, das ist nicht suchbar, das lädt nicht, das tut das Ding. Also wenn du die Zeit von mir haben willst, dann nutze sie, aber ganz, ganz kurz und richtig. Aber das ist genau das, was du, Florian, gesagt hast. Wir müssen viel mehr, alle, die wir hier sitzen, lernen, mehr auf den Kunden wieder zu hören. Wir haben so die letzten 2-3 Jahre doch sehr stark händlerorientiert gedacht. Ja. Wir müssen auch schon wieder auch dem Händler mitteilen, wir müssen gucken, was will der Kunde und vor allem, was will er nicht. Und das, die Beispiele, die du heute genannt hast, die sprechen nur dafür. Ja. Also ich glaube, da müssen wir uns alle auch an die Nase, positiv wie negativ, auffassen, darum wieder zu hören, was will der Kunde. Ja, was will der Kunde in 5 Jahren? Wir müssen langsam schon zum Abschluss kommen bei einem Blick in die Uhr. Ich möchte einfach nochmal euch jetzt in die Runde fragen, wie stellt ihr euch den Handel in den nächsten 5 Jahren vor? Wie verändert er sich aber eben gerne auch aus Kundenperspektive? Wird es zum Beispiel personalisierter oder nur noch same day oder same hour, dass ich alles nur noch geliefert kriege? Gehen die Geschäfte doch ein? Wer möchte den Auftakt machen, Henrik? Ja, ich glaube, es wird personalisierter und auch situations- und ortsabhängiger. Also es gibt nur ein Internet und es ist eigentlich egal, mit welchem Endgerät ich darauf zugreife. Entscheidend ist eigentlich immer nur Ort und die Zeit und die Situation. Und die muss ich dann als Händler auch abpassen oder als Dienstleister. Ich glaube, der Händler wird mehr über mich wissen. Solange ich das zustimme, finde ich das auch okay. Ich glaube, dass das Shopping-Erlebnis, also dass wir schon so eine kleine Trendwende haben, dass die Leute sagen, ja, online informiere ich, aber ich möchte erleben, ich möchte einen Kaffee trinken, ich möchte meine Freunde treffen. Ich glaube, dass wir einen Gegentrend dazu haben und ich glaube eben nicht, dass Same Day Delivery so den ganz großen Hype bekommen wird, weil ich glaube nicht, dass die Leute fähig sein werden, so viel mehr zu bezahlen wollen. Aber auch, ich glaube, dass die Leute auch noch gern einkaufen gehen wollen. Und ich glaube, dass in 5 Jahren der stationäre Handel stärker denn je sein wird. Und die ganzen Gesänge von einigen auch Professoren, die schon vor 10 Jahren gesagt haben, es wird keinen stationären Handel mehr geben, die werden alle sich nochmal eine neue Studienarbeit machen müssen. Wenn sie sie geschrieben haben. Ja, also personalisierter kann ich mir auch vorstellen. Ich glaube, die 5-Jahres-Perspektive, wenn wir die jetzt einfach annehmen, du hast es ja vorgegeben, die wird keine dramatischen Veränderungen erbringen, also schon sozusagen als Fakt, aber die Entwicklung geht weiter. Und für den Handel wird es ganz wichtig sein, ein Gesicht zum Kunden zu bilden und zu bauen, sodass es letztendlich für den Kunden gar nicht mehr wichtig ist, bin ich jetzt gerade stationär oder online, aber ich bin bei diesem Händler, bei meinem Händler. Das ist, glaube ich, die wichtige Leitschnur, jenseits von allen technischen Möglichkeiten, sagen, dieses Heimatgefühl oder dieses gute Gefühl, was ihr eben thematisiert habt, das ist in beiden Welten zu schaffen und natürlich in der mobilen Welt dann sozusagen als Zwischenanker dafür auch. Aber das muss das Bild sein und da kann ich mir vorstellen, da könnten die 5 Jahre durchaus ausreichen, um entscheidend nach vorne zu kommen. Jan und John?
ich will gar nicht so viel wiederholen. Ich glaube, Personalisierung sicherlich, ja, auch durch die vielen Daten und die Möglichkeiten, in dem Maße, wie es der Kunde auch gern mag und auch annimmt. Aber ich glaube, dass ich in Mehrwert liefern muss. Und wenn ich glaube auch in 5 Jahren, es wird sich nicht so dramatisch ändern. Ich glaube, die dramatischen Änderungen haben wir eher wahrscheinlich hinter uns. Und ich glaube nicht, dass das in derselben Entwicklung in diesem Speed weitergeht. Ich glaube, ich muss einen Mehrwert liefern als Händler. Und wenn ich die Ropo heute sehe, warum ist es heute schon so? Warum kommen heute, es können ja alle Leute heute auch schon online gehen. Warum machen sie es denn nicht? Das ist ja bitte dann meine Frage. Ja. Wenn ich heute sehe, wenn ich die Kunden frage, warum kommt er denn in den Laden? Ja, wir wollen es anfassen. Ja, wir wollen es erleben. Und wir haben auch noch ein paar Fragen dazu. Und ich will auch den Typ sehen, ob ich dem glauben kann, der mir das beantwortet. Also die ganzen Boards und Foren, die es da gibt, ich weiß nicht, wer da antwortet, den würde man, wenn man face to face dem Gegenübersteht, nicht unbedingt glauben. Ja. Also insofern sehe ich eine gute Zukunft für den stationären Handel mit der Verknüpfung Omnichannel, was Stefan sagt, absolut, ja klar. Mir als Händler ist es immer noch am liebsten, wenn der Kunde dann trotzdem in den Store kommt, weil ich glaube, dort kann ich noch mehr Mehrwert liefern als online, weil online bin ich austauschbarer. Und insofern bin ich da sehr, sehr optimistisch, was den Handel geht. Das lange Rede wird von mir. Ne? Ist gut. Wir hatten vor uns die Diskussion, was machen denn die Leute sonst am Wochenende? Ja. Gute Frage, mal überlegen. Ne? Wir reden ja über, die Leute gehen shoppen. Ich gehe heute shoppen. Hast du nett? Ich brauche ein Brot und brauche eine Butter, sonst habe ich nichts zu essen. Ich meine, es ist ja mehr. Es ist ja eine Stadt. Ich gehe in die Stadt, ich will was erleben, ich will Spaß haben, ich treffe Leute, ich will schauen, was gibt es Neues, ich will Fragen beantwortet haben. Es ist so viel mehr. Also insofern wird der Handel weiter existieren. Als Multichannel, als stationärer Handel. Und es ist eine spannende, schöne Zeit und es ist ein toller Job dort, wenn man da arbeiten kann und hat Spaß dran. Und nochmal Werbung zu machen für diesen Beruf, der das auch ist. Ich glaube, Händler gab es immer schon und die wird es auch immer geben. Ich glaube, dass der Handel, wie wir ihn gekannt haben, als wir alle noch gleich alt waren und relativ jung, der wird es sehr, 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 sehr schwer haben. Wenn ich mir die demografische Entwicklung in Deutschland angucke, wie viele junge Leute gibt es, wie viele alte Leute gibt es, wie funktioniert das, was nutzen junge Leute für Services, wo gehen die hin, was tun die, dann glaube ich, wird es sehr vielen Händlern, die sich nicht verändern können oder wollen oder es nicht schaffen oder nicht sehen, sehr, sehr wehtun. Bei denen ist es relevant, wenn 5% weniger Kunden kommen in 5 Jahren. Lohnkosten steigen, Mieten steigen, alles drum und dran, irgendwann kommen mal weniger Leute. Mancher kann das einfach gut mitnehmen und muss halt irgendwo anders was wegknapsen, das wird sich schon rechnen. Aber ich glaube, wenn junge Leute plötzlich wieder Taxi fahren, weil es MyTaxi gibt, weil das Bezahlen so einfach ist, wenn sich solche Dinge verändern oder verändern lassen mit einer Digitalisierung, dann ist es eine riesige Chance für den Handel und ich glaube, es ist eine nicht zu unterschätzende Gefahr, wenn man sie nicht sieht oder nicht wahrnimmt und sich nicht anpasst. Weil der Händler, der irgendwann die Äpfel in seinem Garten geerntet hat und in Sendlingen in München auf den Markt gefahren hat und dort für, keine Ahnung, 3 Pfennig das Stück verkauft hat, wenn der sich nicht angepasst hätte, gäbe es den heute nicht mehr. Und ich glaube, viele von denen gibt es auch heute nicht mehr. Altersbedingt, aber bestimmt auch konzeptbedingt. Und das geht den Händlern heute bestimmt ähnlich. Du musst einfach dich mit der Gesellschaft, mit den Möglichkeiten, mit den Chancen, aber auch mit den Risiken anpassen. So wie das die Dinosaurier auch gut gemacht haben. Wenn ich noch einen Wunsch äußern darf für in 5 Jahren, das wäre irgendwie, dass dieser Herdentrieb der Kunden abnimmt und dass alle zur gleichen Zeit im Geschäft sind oder in der Innenstadt. Das ist für mich ein absoluter Stressfaktor beim Einkauf und ich muss zugeben, Jan, ich habe bei Gravis in Leipzig in der Filiale bin ich auch schon mal wieder gegangen, weil es so voll war. Und dann habe ich was online bestellt, weil es ein kleines Teil war, weil ich dann keine Lust hatte zu warten. Und auch die Leipziger Innenstadt ist halt schon irgendwie eine A-Lage und da ist es teilweise so voll am Samstag oder Freitagnachmittag, da will ich immer Reis ausnehmen. Hingegen montags kann ich da einkaufen. Und das irgendwie über die Woche besser zu verteilen, ich weiß nicht, wie es funktionieren soll, aber wäre toll.
Die Botschaft ans Publikum, euch ist aufgefallen, der Florian basht hier alle. Ja? Ich habe schon gedacht, ich komme rundherum. Ne? Er ist unbestechlich. Es hat doch keiner probiert. Ja, was du ansprichst, ist ein klassisches Thema vom Einzelhandel. Und das ist ja noch schlimmer in der Weihnachtszeit. Und wenn ich die Leute, die ich im Weihnachtsgeschäft in dem Shop bräuchte, das ganze Jahr beschäftigen würde, damit dann der Kunde dort nicht lange warten muss, dann gäbe es uns nicht mehr. Und ich glaube, das geht allen Einzelhändlern so. Also insofern, auch das ist eine ökonomische Sache. Ja? Und das kommt auch auf die Branche an. Und deine Sachen, die du vorhin sagtest, es hängt ein bisschen dran, was verdiene denn an den Dingen, die ich verkaufe? Wie viel habe ich dran? Was kann ich mir auch leisten in der Richtung? Ja? Also insofern, das ist die Antwort. Ich würde gerne das, dich behalten und ich mag doch keinen Kunde, der aus meinem Laden rausgeht, um Gottes Willen. Ja? Das ist das Schlimmste überhaupt. Ja, bei Deichmann haben sie schon die Schlange ein bisschen besser im Griff bekommen mit NFC-Zahlungen und sowas als Beispiel mal zu nennen, aber trotzdem da samstags auch noch die Schlangen lang, um nochmal eine andere Branche zu nennen, aber ja, ich möchte mich darüber nicht weiter aufregen. Vielleicht einfach jetzt danke an euch alle für die spannende Diskussion. Ich würde euch bitten, falls ihr aus dem Publikum noch Fragen habt, die später beim Networking zu stellen oder bei Speis und Trank, denn es ist wirklich schon spät geworden, kurz nach 9. Und ja, ich würde sagen, das Buffet wird jetzt gleich eröffnet. Und Prost und gute Gespräche noch und guten Appetit. Applaus